Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend hier auf Okitalk, dem interaktiven Redesprachportal, der Talk von Mensch zu Mensch. Herzlich willkommen heute am 27. Mai 2019, ja, 20 Uhr. Wie immer live, und ich freue mich, dass wir euch heute begrüßen dürfen. Heute ist die Petra Kreuzer bei uns, der Fluss des Lebens. Bevor ich die Petra begrüße, sie hat heute auch Gäste mitgebracht, die werden sich auch heute noch vorstellen, möchte ich Ihnen noch hinweisen, dass wir interaktiv per Telefon erreichbar sind. Das Festnetztelefon für Österreich steht euch bereit mit der Landesvorwahl 0043. Dann geht's weiter mit 720. 518 19 und die 7. Und der Außenchat steht auch zur Verfügung. Einfach einloggen. Solltet ihr euch nicht einloggen können, oben rechts registrieren und alles ist dann im grünen Bereich. Der Player ist da und ihr dürft dann schreiben und hören. So, ja, auf dem Plan, wie die ein oder anderen schon gesehen haben, Petra Kreuzer. Ihre Homepage ist petrakreuzer zusammengeschrieben.at einmal. Und es geht heute um gegen den Wind. Gegen den Wind, gegen den Sturm, gegen den Geist der Zeit, gegen die Dummheit, mein Kind. Nur ein Querdenken, ein Ereignis findet aus dem Labyrinth. Fliegen kannst du nur gegen den Wind. Der Titel der Sendung entstand aus dem Namen der Homepage von Petra S. Kreuzer. Wir wollen versuchen, die einzelnen Inhalte und Schwerpunkte daraus zu erklären. Im zweiten Teil der Sendung widmen wir uns den Kindern im Schulsystem, so wie es Reinhard May in seinem Lied Gegen den Wind singt. Ja, und jetzt sage ich einfach mal einen wunderschönen guten Abend. Ich schalte das Mikrofon mal frei. Und ja, liebe Petra, du hast heute Gäste mitgebracht, und erzähl mal, wer du bist, was du tust, was du machst. Ja, hallo Klaus, ich danke dir für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Wir sind ja nicht weit weg voneinander. Ich komme aus Dietersdorf. Dietersdorf ist 10 Minuten hier von deinem Wohnort entfernt. Und ich habe mitgebracht heute die Florentina. Das ist meine Tochter, 20 Jahre, die die Schule schon beendet hat, ihre Schulzeit, ihre Pflichtschulzeit schon beendet hat. Und den Wolfgang Ille, meinen ehemaligen Chef, der sehr viel mit mir diskutiert zum Thema Schule und sich sehr mit mir austauscht und sehr, sehr offen ist auch für dieses Thema. Ja, dann sag mal hallo und guten Abend zu dir. Ja, hallo, ich bin der Wolfgang, komme aus Michelhausen und bin jetzt schon 3 Jahre im verdienten Ruhestand. Ja, wenn ich schon höre, den verdienten Ruhestand. Du warst also praktisch Pädagoge auf einer Schule. Was für eine Schule war das? Oder hast du mehrere Schulen in deinem Leben besucht? Wie ist das bei dir gewesen, Wolfgang? Ich war ungefähr 25 Jahre Lehrer und bin dann Schulleiter geworden, direkt einer Schule, einer neuen Mittelschule, heißt jetzt früher Hauptschule. Und dann neue Mittelschule. Ist spannend, also mit sehr viel Erfahrung. Wenn die Zuhörer Fragen haben, dann freuen wir uns natürlich, dass sie sich dann einschalten dazu. Petra, du hast da heute so ein Thema mitgebracht, der Fluss des Lebens. Und der Fluss des Lebens heißt für mich immer so, es flutscht irgendwie. Aber manchmal flutscht es ja nicht gegen, hast du jetzt in deiner Text gemacht, immer gegen etwas zu sein. Ich sage immer für etwas zu sein. So, weil gegen ist immer so, gegen eine Wand zu gehen, um gegen was zu sein, das tut manchmal weh. Aber für etwas zu sein, glaube ich, ist für mich zumindest angenehmer zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du hast den Sendetext ja für dich auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Wobei wir da hier von zwei verschiedenen Sachen sprechen. Also der Fluss des Lebens bezieht sich ja auf den Namen der Homepage und den Liedtext vom Reinhard May gegen den Wind. Das bezieht sich jetzt wirklich auf das Thema Schule und wie diese ganze Vernetzungsplattform eigentlich begonnen hat.
die Vernetzungsplattform oder wenn du schaust auf meiner Homepage, dieser Treffpunkt hat eigentlich vor 3 Jahren, ohne dass wir es gewusst haben, beim Wolfgang seiner Pensionierungsfeier begonnen und deswegen dieser Liedtext. Ich durfte damals oder hatte die Ehre damals, Wolfgang seine Feier zu organisieren, gemeinsam mit der Bettina. Hallo Bettina, hallo Martin. Und wir haben für ihn eine Verabschiedungsfeier gestaltet und die war und ist bis heute eigentlich einzigartig, weil wir das nicht, so wie es bis jetzt immer gemacht wurde in den Schulen, wenn Lehrer verabschiedet wurden, wenn Direktoren in den Ruhestand verabschiedet wurden, nicht im Turnsaal stattgefunden hat, sondern im schönen Atrium in Tulln, in einem wunderschönen Festsaal mit 450 Gästen inklusive der Schüler. Und was ich damals den Wolfgang gefragt habe, und deswegen ist eben dieser Liedtext auch auf dieser Plattform: Was willst du denn? Was willst du, dass wir machen? Was willst du, dass wir sagen? Wie möchtest du, dass deine Feier gestaltet wird? Und da hat er gesagt, er möchte eigentlich keine Rede halten, sondern er möchte ein Lied singen mit Band. Und das war immer schon ein Herzenswunsch und er würde das gerne machen. Und das war eben dieses Lied Gegen den Wind. Und Gegen den Wind, da haben wir damals als Dekoration hinten so eine Leinwand gehabt und da waren Drachen drauf. Und ein Drache kann nur fliegen, wenn er gegen den Wind sich stellt. Ja? Und so ist das eigentlich gemeint. Und dem Wolfgang haben wir das organisiert und der hat dann wirklich, er hat schon noch eine Rede gehalten, aber er hat wirklich vor 450 Leuten mit einer Band, die habe ich immer organisiert, dann dieses Lied gesungen. Und wenn man sich den Text anschaut vom Reinhard May, ist das sehr, sehr passend auch zu dem, wie wir es heute finden, die heutige Situation in der Schule. Also das ist das eine. Und das andere, der Fluss des Lebens, ist eben der Name der Homepage. Und Fluss des Lebens habe ich mir jetzt schon die letzten paar Wochen, seitdem wir dieses Interview ausgemacht haben, überlegt, mein Gott, na was ist, wenn mich der Klaus fragt, was meine ich denn mit Fluss des Lebens? Oh Gott, was werde ich denn da sagen? Na, da gibt's eigentlich sehr, sehr viele Antworten. Aber Fluss des Lebens ist auf der einen Seite für mich keinen Widerstand zu geben, keinen Widerstand im Sinne von mitfließen mit den Gegebenheiten, die dir das Leben bietet, beziehungsweise das Leben für dich bereit hält, im Sinne von einem Seelenplan, wenn man denn so davon sprechen möchte. Und Fluss des Lebens, jetzt wirklich auf die Homepage bezogen, bedeutet für mich, also ich habe das in einer Meditation hereinbekommen, da hat mir, ich sage jetzt einmal sehr, sehr esoterisch unter Anführungszeichen, die geistige Welt oder meine höhere Führung oder wie auch immer, hat mir diesen Titel aufgeschrieben, wirklich. Also ich konnte das im dritten Auge sehen, in der Nacht, wie ich gelegen bin. Ich bin keine gute Meditiererin, aber eine sehr, sehr gute Atmerin. Und da haben die mir doch tatsächlich Fluss des Lebens aufgeschrieben. Also so quasi so ganz, ganz groß, in großen Lettern, so quasi, dass ich es auch verstehe. Und dann habe ich gewusst, okay, das ist der Name der Homepage. Und irgendwann einmal versteht man ja auch seine Arbeit und ich bin auch Energetikerin, seine Arbeit auch immer, immer besser. Ich bin Pionierin, habe ich gewusst, dass das etwas mit dem, meine Arbeit bezogen, mit dem Atmen zu tun hat. Und das Atmen, wenn ich im Fluss bin oder wenn ich gut in einer guten Qualität atme, dann bin ich im Fluss. Automatisch werde ich auch in den Fluss gebracht, weil dann beginnt der feinstoffliche Körper zu schwingen bzw. zu fließen und Blockaden lösen sich bzw. ich bekomme Energie und so weiter. Und so ist eigentlich dieser Fluss des Lebens jetzt auf meine Arbeit bezogen gemeint gewesen, jetzt für die Homepage. Ja, dass das noch viele, viele andere Bedeutungen hat, ist mir klar. Wir waren gestern zum Beispiel, war ich erst in einem Waldstück. Das war sehr interessant, weil da haben wir auch von dem Fluss des Lebens gesprochen. In einem Waldstück
Das ist mitten im Wienerwald und ist abgesperrt. Da gibt es einen Schranken auf der einen Seite und einen Schranken auf der anderen Seite und eigentlich darf man nicht hinein und mit Verbotsschildern. Wenn man denn doch hineingeht, kann es denn sein, dass du wie in einem Science-Fiction-Film plötzlich auf Menschen triffst, die in Aktentaschen, mit Aktentaschen gehen und dir, und das ist wirklich passiert, dem Wolfgang nämlich, der hat das erzählt, dir erklären, du darfst da nicht gehen und dir gleichzeitig Müsliriegel austeilen. Also ganz schräg, dieses Stückchen Wald. Und da war ich vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr das erste Mal. Und das war für mich sehr, sehr, es hat sich sehr, sehr verwunschen, sehr, sehr tot angefühlt. Und gestern hat er gesagt, ich möchte dir was zeigen, das Waldstück ist ganz anders. Und warum war es anders? Weil da plötzlich ein Bach geronnen ist, der bis jetzt überhaupt nicht geronnen ist und der sicher die letzten 30 Jahre nicht geronnen ist und der in einer Mächtigkeit und in einer Präsenz da war, wo plötzlich das ganze, die ganze Natur dort wieder fließen konnte. Und das hat sich gestern total anders angespürt und es war nicht mehr finster, es war nicht mehr grau, es war nicht mehr so, dass da die Gans laut aufsteigt, wo du denkst, um Gottes Willen, was sind das für Energien da, sondern es ist das Wasser geronnen, es durfte rinnen, es durfte plätschern, es durfte sich meandern, es durfte sich bewegen und plötzlich war der Wald oder dieses Waldstück ganz anders und auch ganz anders spürbar. Ja, also so viel zu Fluss des Lebens. Ja? Wolltest du direkt was? Na, okay. Du hast die Atmung angesprochen einmal. Ein ganz wichtiger Aspekt. Du hast vollkommen recht. Ein Fluss des Lebens, wenn uns was mit Freude begegnet, dann achten wir auch nicht auf die Atmung. Jedoch ist die Atmung in einem gesunden Austausch. Und wenn wir aber unter Anspannung sind, dann blockiert irgendwas. Und ich denke, das ist erstmal wichtig. Reinhard May ist einer, der schon 1996 geschrieben hat, ein Lied, das heißt Sei wachsam, zum Beispiel, sehr bekannt. Und er war ja auch schon in diesen frühen Jahren unheimlich weit mit seinen Inhalten. Und wir haben heute die Schule ja bei uns. Und ich sage immer, wann lernen wir am besten, wenn wir in die Freude reingehen? Und Freude heißt auch ein gesunder Kreislauf. Wenn man jetzt in so einem verbotenen Wald geht, wie kann ein Wald überhaupt verboten sein? Was haben Sie denn da für Geheimnisse, frage ich mich dann immer, dass wir das nicht wissen dürfen? Ist da eine Gefahr, ist eine Vergiftungsgefahr oder eine Gefahr, welcher Art auch immer da, dürfen wir uns doch Gedanken machen, was passiert denn da überhaupt? Der Wald gehört den Menschen alle. Dann sollte man auch sagen, warum das Verbot ist. Ne? Jetzt sage ich mal Truppenübungsplatz, ne? Und dann ist das vielleicht noch, wir wollen ja nicht unbedingt verletzt werden, alles gut. Ne? Jedoch, sie können ja treiben, was sie wollen. Ich habe auch schon mal einen Förster gehabt, der hat gesagt, ich darf den Wald nicht betreten. Und dann sage ich, Entschuldigung, Herr Förster, wie können Sie mir verbieten, ich bin hier zu Hause, ich werde in den Wald gehen, so wie ich gehen möchte. Ja? Oder besteht jetzt hier eine Gefahr? Dann ist das natürlich was anderes. Ja? Jedoch habe ich Beine, Füße bekommen, so einen Kopf und die Natur gehört uns allen. Und da sollten wir viel mehr wieder ein Augenmerkmal auch hinbekommen. So empfinde ich. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Die Situation der Schule, genau, im Jahre 2019, wie ist das überhaupt heute? Wie empfindet ihr Schule heute im Jahre 2019? Du hast gerade noch mal ein Wort gesagt, die Situation der Schule. Das habe ich mir mal notiert. Was fällt euch oder dir dazu ein? Das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, das würde heute den Rahmen sprengen. Was fällt mir dazu ein? Mir fällt dazu auf jeden Fall diese Vernetzungsplattform ein, auf die ich noch einmal hinweisen möchte hier auf meiner Homepage. Und die Vernetzungsplattform, weißt du, es ist, ich glaube, die Gefahr oder die, unter Anführungszeichen die Gefahr ist, dass wir uns da verlieren würden in Punkten oder in Sachen, die oder in Aufzählungen, die nicht passen. Ja. Ich würde eher gern meinen Fokus dorthin legen, in Richtung, wie möchte ich es denn haben? Und dieses momentane, so sehe ich diese Vernetzungsplattform, dieses momentane vielleicht noch
unangemalte, also ich stelle es mir so vor, so ein unangemaltes, so ein schwarz-weiß Bild, vielleicht so wie ein Mandala, lieber das gemeinsam anmalen und gemeinsam kreieren, weil gerade diese sehr, sehr schöpferische und kreative Phase jetzt in dieser Übergangszeit, also das ist ja diese Übergangszeit jetzt in dieser Richtung Wassermann, wo wir uns da jetzt gerade befinden, da das unendlich wichtig ist. Und ich kann natürlich jetzt meinen Fokus auf das legen, wo ich sage, okay, es passt das nicht. Oder ich sage, Schatz, hör mal, ich gehe in diesen ganz bewussten kreativen Prozess mit vielen, vielen, vielen anderen gemeinsam und wir malen uns, ich würde nicht sagen die Welt bunt, aber doch. Ja? Und ich habe hier eben deswegen diese Vernetzungsplattform gegründet, um da mal ganz bewusst den Scheinwerfer oder den Fokus in eine andere Richtung zu lenken. Weil bis jetzt war es in der Schule so, und das ist eben die Tendenz sehr, sehr stark, dass wir immer nur jammern und immer nur das sagen, was nicht passt. Aber wenn ich frage oder wenn man gefragt wird, was möchtest du denn, dann bekommt man keine Antwort beziehungsweise kann nur schwer Antwort geben. Und deswegen versuche ich da eben so ganz bewusst den Scheinwerfer in eine andere Richtung zu geben und zu lenken und zu sagen und wirklich die Leute zu fragen, was möchtest du denn, anstatt zu fragen, was passt denn nicht. Ja? Und wie Schule heute ist, Schule ist heute, wir sind in sehr, sehr einer spannenden Zeit, eben in einer sehr, sehr kreativen Zeit, in einer sehr, in einer Zeit, wo wir sicher mitgestalten können, nur muss es dir klar sein und du musst es wollen und du musst es tun. Von alleine oder von selbst wird es nicht passieren. Ja? Und ich glaube, da ist so ein wirklich so ein Sensibilisierungsprozess vonnöten, oder auch ein Erwecken vonnöten, dass man sagt, ja, trau dich und zu ermuntern, auch die Leute sich da durchaus Gedanken auch einmal bewusst in eine andere Richtung zu machen und da vielleicht auch im Kleinen was umzusetzen. Aber wie gesagt, die Vernetzungsplattform ist da so ein ganz guter Austausch und eine ganz gute Möglichkeit, da sich ja, kreativ zu betätigen. So wie Schule eigentlich ist. Genau. Der Wolfgang hat uns was. Mir gefällt das Buch von einem Gerald Koller. Und dieses Buch heißt Kurswechsel. Und da geht es eben um das Leben an sich. Es geht aber auch sehr stark um Schule. Und zwar hat sich in unserer Gesellschaft, vor allem in der westlichen Gesellschaft, breit gemacht, dass man einen Knopf drücken kann und es eine Ursache erzielt eine bestimmte Wirkung. Das gilt vielleicht für Maschinen. Mir ist aufgefallen im Schulleben, dass sich dieses Prinzip oder dass man immer mehr versucht, dieses Prinzip auf die Schule umzulegen. Was aber eigentlich dem Menschen, vor allem den jungen Menschen, überhaupt nicht gerecht wird. Weil so ein junger Mensch ist kein geschlossenes System wie eine Maschine, sondern ein offenes System. Und diese Offenheit sollte bleiben und weiter gefördert werden. Da höre ich raus, dass wir heute zwar die Schulen haben, jedoch die Schulen einen Auftrag vielleicht erfüllen müssen, jedoch den Auftrag, was ein Kind ist, die Offenheit, als offener Geist in die Zukunft zu gehen, vielleicht doch vernachlässigt ist. So darf ich das mit meinen Worten sagen. Richtig? Mhm. Und vor allem glaube ich auch, dass durch diese Einstellung der Schule gegenüber und daher dem Umgang mit dem jungen Menschen sehr viel im Endeffekt an Verantwortung genommen wird, an Freude, was wir zuerst gehört haben, genommen wird, an Kreativität genommen wird und daher langfristig gesehen genau das Gegenteil erreicht wird von dem, was wir wollen. Da haben wir den Alexander, der ist ja heute auch bei uns in der Runde und auch der Jenne. Alexander hat einen Sohn, 9 Jahre, glaube ich, alt und jetzt hat er ein bisschen gehört. Wollen wir mal gucken, was er da für Worte dazu hat. Vielleicht hat er Quentin, ja, so ist er sein Sohn, sein Name, ja auch schon mitgehört
Guten Abend, Alexander. Schön, dass du da bist und auch guten Abend, Jenne. Ja, einen schönen guten Abend und herzliches Moin in die Runde, liebe Petra und Gäste. Da gibt es zu dem Thema ja schon eine ganze Menge zu sagen. Also zu dem Gesagten wollte ich erstmal, da fiel mir ein Thema Schule. Da darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen, woher kommt die Schule denn eigentlich? Wie alt ist das ganze System eigentlich? Das kommt ja aus dem, wenn ich richtig informiert bin, aus dem preußischen Staat. Und das System, so wie wir das heute, wie es heute immer noch ist. Und das ist eben genau der Punkt. Wenn man jetzt mal eins und eins zusammenzählt, so wie es damals war, wir haben es heute zum Teil immer noch. Natürlich ist hier und da immer wieder was verändert worden, aber das Grundprinzip ist immer noch da. Dieses von oben herab lehren. Da müsste man ja fragen, wenn man bedenkt, dass der preußische Staat ja Leute brauchte, die in ihren Fachbereichen kompetent waren, aber ansonsten das System nicht hinterfragt haben und brav das getan haben, was man ihnen sagte, und dass wir das System heute immer noch haben, obwohl es viele Alternativen natürlich gibt. Da braucht man ja eigentlich nur eins und eins zusammenzählen und fragen, ob solche Menschen heute immer noch gewollt sind. Ne, das ist das eine. Und zum Thema Schule fällt mir immer wieder das Zitat von Gerald Hüther, dem Professor Gerald Hüther, dem Hirnforscher, ein, der ja auch gesagt hat, 98% der Kinder, die in die Schule kommen, oder nein, die auf die Welt kommen, sind hochbegabt. Nach der Schule sind es nur noch 2%. Und das sagt ein Hirnforscher. Ich denke, das sind deutliche Aussagen. Und aber zum Glück ich will mich ja nicht nur beschweren, und zum Glück gibt es viele Alternativen. Soweit ich das weiß, Schule im Aufbruch ist zum Beispiel eine Alternative, die Professor Hüther mit initiiert hat, oder das Schweizer Pendant. Ich weiß es nicht, ich bin nicht da informiert, aber ich bin ziemlich sicher, dass es das immer noch gibt, das Projekt Schule der Zukunft heißt das in der Schweiz, glaube ich. Aber vielleicht wisst ihr noch was darüber. Also ich habe mich in letzter Zeit auch nicht damit beschäftigt. Auf jeden Fall gibt es diese alternativen Schulmöglichkeiten oder wie soll man sagen, Entwicklungsinstitute könnte man auch sagen, weil ich bin einfach der Meinung, dass wir von diesem Begriff Schule und so weiter uns mal ein bisschen distanzieren müssen oder sollten, weil diese Begriffe ja auch mit alten Vorstellungen, mit alten Gedankenkonstrukten behaftet sind. Und da gäbe es natürlich noch viel mehr zu sagen, aber erstmal dazu. Danke dir, Alexander. Ich glaube, der Wolfgang hat direkt was zu sagen. Ich habe hier das Buch von Gerald Hüther, eines seiner letzten, und zwar heißt dieses Buch Würde. Und diese Würde, den Kindern wiederzugeben und sie nicht zu Objekten zu machen, das wäre ganz eine große Aufgabe, der wir uns besinnen sollten, weil gerade das macht die Kinder stark, und nicht sie zum Objekt zu machen, das möglichst viel befüllt wird und wo wir dann uns stolz auf die Schultern klopfen, wenn es möglichst viel wieder davon hergibt. Wir haben ja hier einen Gast, die Valentina, und sie, Florentina, Entschuldigung, die Florentina. Florentina, hast du in deiner Schulzeit auch so Zeiten gehabt, wo du Schule geschwänzt hast? Gibt es das bei dir? Ja, natürlich. Und warum hast du das getan? Du hast da bestimmt ein Bild dazu, warum das einfach geschieht. Weil die Schulverweigerer, so wie ich ja weiß, sind ja immer mehr im Kommen. Leider einerseits, aber auch einerseits ist das ein Zeichen, warum wir immer mehr Kinder haben, die die Schule zum Beispiel schwänzen. Ich habe Schule, obwohl ich mir relativ leicht getan habe im Vergleich zu anderen, habe ich es trotzdem als anstrengend empfunden, einfach weil von allen Seiten so viel Druck kommt, den du dir selber machst, den Eltern dir machen, den Lehrer dir machen, einfach das ganze System dir macht. Und dann habe ich einfach manchmal Tage gebraucht, wo ich gesagt habe, ich kann nicht in die Schule gehen. Ich habe gesagt, ich habe Kopfweh, ich will nicht. Und bin damit daheim geblieben. Also du hast dich eindeutig überlastet gefühlt. Wie hast du für dich heute, du bist, ich glaube, Anfang 20 bist du, und wie siehst du die Schule rückwirkend für dich? Was hat die Schule dir denn gebracht von dem, was du gelernt hast fürs Leben? Gibt es da auch Antworten vielleicht? Also ich habe definitiv gelernt, unter Druck zu arbeiten, dass was nötig ist, ich das mache,
also wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich es halt noch halbherzig, aber so, dass es halt erledigt ist quasi. Ansonsten, Trauma. Einfach, also ich habe manchmal noch immer Albträume von der Matura. Also einfach so, dass ich es nicht bestanden habe, dass ich nicht draußen bin, dass ich noch immer drin bin in dem System. Sonst, also bildungsmäßig, ich habe im Gymnasium eine Allgemeinbildung erhalten, die war ganz gut, finde ich. Das ist nichts Schlechtes an sich. Ich habe auch, also Hälfte Lehrer war gut, Hälfte Lehrer war, kann man streiten. Sonst, was mich fürs Leben gebracht hat, ich weiß nicht, also... Wie würdest du dir denn eine Schule, wenn du sie gestalten könntest, würdest, vielleicht für dich vorstellen? Hast du da vielleicht eine Idee? Definitiv mal ohne diese Art von Prüfungen, die wir da haben. Weil das ist, das führt so, also bei mir war es so, ich habe dann Bulimie gelernt. Ich habe dann immer am Tag davor, zwei Tage davor, angefangen, den ganzen Stoff aufzunehmen, also durchzulesen bis zum Gehnichtmehr. Und dann beim Test oder bei Schulwelt wieder, Entschuldigung, ausgekotzt. Und dann nachher vergessen und verdrängt und nächstes Mal, also nächster Test gelernt. Was ich gern hätte, ist, dass sich Kinder die Fächer freier wählen können, vor allem in der Oberstufe. In der Unterstufe habe ich es empfunden als ganz gute Allgemeinbildung, also dass man was durchaus brauchen kann. Und dann in der Oberstufe sind aber so Sachen, zum Beispiel in Mathe gekommen, ich brauche in meinem Leben keine Differentialgleichungen, es tut mir leid. Also dass ich da Sachen freier wählen kann, freier, also abwählen kann, dazu wählen kann. Dass zum Beispiel in Fächern wie Sport nicht so auf Leistung geschaut wird, sondern auf Spaß. Weil wir haben zum Beispiel immer unsere Aubad-Runden rennen müssen. Das sind zwei Runden im Aubad, in Tulln, um den See herum. Und das haben wir schaffen müssen in unter 20 Minuten oder so. Was einfach für mich nicht machbar war, weil ich diese Kondition nicht gehabt habe. Ich habe immer 22 Minuten gebraucht. Und habe damit einmal fast ein Zweier in Turnen kassiert, einfach weil ich das nicht so geschafft habe, bis der Lehrerin halt gedacht hat. Und ja, sonst. Man sagt ja immer so, was möchtest du eines Tages werden? Das ist doch immer so eine Aussage von vielen Eltern. Sind wir nicht schon was? Wie siehst du das, wenn man das so hört? Wie meinst du das, in der Schule oder wie? Ja, was möchtest du beruflich werden? Ne, sagt man ja, was möchtest du werden? Ne? Also es hat sich bei mir immer geändert. Ich wollte Tierärztin werden, ich wollte Tierpflegerin werden, ich wollte Lehrerin werden. Ich weiß gar nicht, Bibliothekarin war ein Dings. Jetzt, also in der Oberstufe hab ich dann halt mal ernsthaft zum Überlegen angefangen und habe dann gesagt, okay, was Kreatives. Also und habe dann aber noch nicht gewusst, was genau ich machen will. Bis ich jetzt dann vor einem halben, dreiviertel Jahr auf Tätowiererin gekommen bin und dann gesagt habe, ja, das will ich machen. Und ich will damit sagen, du bist doch schon was, oder? Ja. Also, und du sagst jetzt gerade selbst, du hast viele Gedanken gehabt, vielleicht das, vielleicht das, vielleicht das oder das. Ne? Ich denke mir, jeder ist irgendwann mal in seiner Reife, bis er sich findet und man ist immer irgendetwas. Ja, auch wenn, wo du 10 Jahre alt warst, bist du die Valentina gewesen? Florentina gewesen. Ne? Und warst ja auch die. Und heute bist du die. Ja. Ne? Und ich sage immer, warum fragt man eigentlich immer den Kindern, was möchtest du denn werden? Warum kommt diese Frage von den Eltern? Jetzt können wir die Antwort suchen. Weil die Eltern wollen ja den Kindern eine Zukunft geben, weil unser System ja auch so aufgebaut ist. Das ist kein Vorwurf gegen die Eltern, um Gottes Willen. Ja. Wir dürfen aber mal nachdenken, was wir wirklich wollen und wie wir frei leben dürfen, aber auch mit Verantwortung natürlich. Mhm. Ja, das heißt ja nicht, ne, ich will ja gar nichts tun, ist mir alles scheißegal. Dann kann das eine gewisse Zeit so noch gut gehen, aber irgendwann bricht auch das Kartenhaus zusammen. Dass wir eine Verantwortung sehen, glaube ich, siehst du auch, ne, dass wir eine Eigenverantwortlichkeit eigentlich haben sollen. Hat man in der Schule überhaupt eine Eigenverantwortlichkeit? Weniger, glaube ich, oder? Nein, sage ich mal. Also ich merke es, also bei uns im Gymnasium in Tulln ist uns nichts geschenkt worden. Also es war schon so, dass natürlich, es wird dir gesagt, okay, bis dahin musst du die Hausübung haben und bis dahin musst du für die Schule gelernt haben, natürlich. Aber wenn du das Thema nicht so ganz verstanden hast und der Lehrer hat gemeint, okay, wir haben keine Zeit mehr in der Stunde dafür, dann hast du das selber lernen müssen, hast selber schauen müssen, wie du zu deinem Wissen kommst. Während ich das merke, zum Beispiel bei meiner Mutter in der Schule, wenn ich in der Klasse sitze, da sind die Lehrer viel rücksichtsvoller als im Gymnasium und schauen vielmehr, dass die Kinder das auch wirklich verstanden haben und nicht nur, dass sie jetzt das aufgeschrieben haben und dann zur Schule wieder hinkotzen können. Nicht nur auswendig lernen, sondern richtig verstehen. Ne? Ja,
aber in der Schule ist es schon so, dass du selber klarkommen musst mit dem, was dir hingeknallt wird quasi. Und da wird dir nicht unbedingt immer geholfen. Es kommt immer darauf an, welche Eltern du hast, welche Lehrer du hast. Und wenn du Pech hast, dann musst du es im Prinzip alleine machen. Also das ist schon eine gewisse Eigenständigkeit dabei. Da fällt auch der ein oder andere schnell durch das Raster durch. Das genau. ist ganz klar. Ich würde sagen, wir gehen in die erste Musikrichtung, ja. Musikpause. Was okay. sagst du, Petra? Ja. Wollen wir mal gucken. Das kommt aus dem Hause Kreuzer, also aus dem eigenen Hause. Und das ist eine Komposition von meinem Mann aus dem Jahre 98, glaube ich, von der Gruppe, damaligen Gruppe Obsession. Und das Lied heißt Good Morning, Good Morning. Und ja, die Gruppe hat sich damals aufgelöst, weil alle nach Amerika ausgewandert sind, alle Musiker. Also liebe Grüße an den Franz Hackl, liebe Grüße an den Stöger, etc., etc., etc. Und ja, Good Morning, Good Morning. Und gemeint ist eigentlich dieses Aufwachen. Ja, und deswegen habe ich das gewählt. Dann hören wir jetzt genau mal rein. Musik ab, bis gleich. Gut, und ich habe mitgebracht auch natürlich viele Bücher zum Zitieren. Und ich habe studiert die letzten paar Wochen, was werde ich denn da sagen und was werde ich vorlesen. Und mitgebracht, eben wie gesagt, habe ich das Buch vom Yogananda. Und da gibt es eine ganz liebe Geschichte, wo er den berühmten indischen Dichter Tagore trifft. Und Tagore hat eine Schule gehabt und Yogananda hat auch eine Schule gehabt. Aber eben keine Yogaschule zu Beginn, sondern der wollte wirklich Wissen weitergeben und auch den Kindern in dieser Spiritualität eine Möglichkeit bieten, sich da zu entwickeln. Und Yogananda trifft Tagore und Tagore sagt, schon allein deshalb habe ich diese Schule unter schattigen Bäumen und strahlendem Himmel errichtet, meinte er und wies mit beredter Geste auf eine kleine Gruppe, die in einem malerischen Winkel des Gartens beim Unterricht saß. Inmitten von Blumen und Singvögeln befindet sich das Kind in seiner natürlichen Umgebung. Nur dort kann es den verborgenen Reichtum seiner Seele voll entfalten. Denn wahre Bildung wird nicht eingetrichtert oder von außen eingeimpft, sondern bringt den bereits im Inneren schlummernden, unendlichen Wissensschatz spontan wieder ans Licht. Und das ist so ein wunderschöner Satz und ich glaube, man viel mehr würde es eigentlich nicht brauchen, wenn man da das so im Raum stehen lässt. Ich glaube, weiß jeder, was gemeint ist und es ist nicht das gemeint, was die Florentina vorher erzählt hat, aber diesen inneren schlummernden, unendlichen Wissensschatz spontan wieder ans Licht zu bringen, sollte eigentlich meine tägliche Aufgabe im Umgang mit den Kindern als Lehrkraft, auch im gemeinsamen Tun mit den Kindern als Lehrkraft sein. Aber es ist eben die Frage, wie weit da jetzt wirklich Zeit ist, wie weit das System das erlaubt, wie weit die ganzen äußeren Umstände mich da hindern oder ob ich mich nicht hindern lasse. Ja, das wäre jetzt die große Frage, um wirklich diese Potenzialentfaltung, und das ist jetzt, das sagen ja alle dasselbe, diese Potenzialentfaltung möglich zu machen. Ja? Mir fällt das spontan jetzt noch ein, weil die Florentina zuerst von Verantwortung gesprochen hat, dass jemand, der Verantwortung bekommt, dass das ihm gut tut, und dass er größer wird damit. Und ich glaube, dass auch eine große Aufgabe wäre, Kinder an Verantwortung heranzuführen, beziehungsweise sie selbst mit Verantwortung umgehen lässt, sie darinnen bestärkt und sie dadurch auch größer macht. Weil das ist ganz was Wesentliches, dass Kinder stark werden. Und mir fällt das nächste Buch fällt mir da ein, von einem Karl Fried Graf Dürkheim, der ein Buch geschrieben hat, zum Beispiel über sportliche Leistung und menschliche Reife. Also ich kann nicht Leistung immer einseitig sehen. Und ich habe das Glück gehabt, vor vielen Jahren den Baldur Preiml kennenzulernen. Und der hat zum Beispiel, ist mit seinen Sportlern, einem Toni Innauer, auf Basis
dieses Buches umgegangen. Er hat ihnen viel Verantwortung gegeben. Und wenn man diese Sportler heute anschaut, ein Karl Schnabel, ein Toni Inauer, das sind Persönlichkeiten geworden, obwohl sie unter Anführungszeichen nur Sportler waren. Und sehr gute Sportler sogar. Das heißt also, auch auf diese Dinge zu schauen, wie Verantwortung leben lassen, hindert nicht daran, dass wer Leistung bringt oder zu Leistung imstande ist. Gibt es überhaupt ein Fach oder eine Stunde in den Schulen, wo man das Thema Verantwortung überhaupt behandelt? Gibt es das? Ich glaube wieder nicht. Ich glaube, auch alles Lernen an Fächern festzumachen, ist nicht so gut, weil Verantwortung kann er in jedem Gegenstand lernen. Aber Verantwortung kann auch in den Pausen passieren. Verantwortung kann schon vor dem Stundenläuten passieren. Verantwortung ist ja eigentlich nicht eigentlich, indem ich morgens meine Zähne putze. Richtig. Darum geht's ja. Aber wo fängt Verantwortung an? Eigenverantwortung, denn wenn wir heute was wollen, ja, kann ich nicht tun, das machen die da. Es ist, man müsste sich ja schon Folgendes fragen. Wenn meine Schule da ist und 200 Meter weit ist das Postamt und da geht ein Gehsteig hin, auf dem die Kinder zur Bushaltestelle gehen, wenn die Kinder im Unterricht sind oder in einer Pause sind, dürfen sie dort nicht hingehen und von mir aus einen Brief hintragen. Da muss der Lehrer selbst gehen, weil es könnte etwas passieren und wer nimmt die Verantwortung? Also das sind lauter so Feinheiten, die man sich überlegen könnte. Es kann alles passieren, aber da gehen wir ja wieder in die Gedanken der Angst herein. Richtig. Wenn ein Kind denkt, ich gehe jetzt über Rot, über den Zebra, also über die Ampel, dann kann was passieren. Das Auto kann kommen. Aber es kann auch sein, dass kein Auto da ist. Also kann ich auch über Rot gehen. Es geht darum natürlich jetzt, Sicherheit ist dann auch nicht gegeben, selbst wenn man eine grüne Ampel hat. Da kann auch wieder was entstehen. Es geht darum, dass wir die Kinder auch dieses Vertrauen, wenn 200 Meter die Post da ist und das Kind hat jetzt gerade die Pause, soll es doch da hingehen, meine Güte. Und es braucht doch jeder nur an sich selbst denken. Was hat mich groß gemacht, wenn zum Beispiel der Nachbar gesagt hat, mach das, tu das, probier das aus, wenn er mir diese Verantwortung gegeben hat. Ich war stolz drauf. Wenn heute ein Kind auf einem Traktor sitzt und er darf einmal lenken und bekommt diese Verantwortung, das macht ihn doch nur stark. Ja, da geht es um die Verantwortung für mich immer wieder, wo ich sage, wir dürfen in die Eigenverantwortlichkeit, die Bestätigung bekomme ich dadurch, ich werde gestärkt in meinem Tun, das gibt mir wieder ein Gefühl, eine Freude und das festigt mich in dem Moment. Wie? Das Gegenüber, ich muss ja lernen, auswendig lernen und wie lange behalte ich das doch im Kopf? Ne? Und das sind diese Unterschiede und das sollte jeder Pädagoge, denke ich, wissen. Der Pädagoge sollte wissen, wie ein André Stern zum Beispiel, der nie eine Schule besucht hat, ist auch ein Motto, er hat es auch geschafft. Und man wird eh neugierig, wenn ich eine Fremdsprache lernen möchte, dann lerne ich das. Wenn ich Mathematik, dann lerne ich das. Ich finde es so für mich, wie ich immer sagte, die Schule, die braucht gar nicht so aufgebaut sein, wie wir sie heute haben. Die Schule sollte dafür sorgen, so denke ich, dass wir lesen lernen, schreiben, logisches Denken. So sage ich immer, das sind so für mich die Grunddinge. Wenn man dieses geschafft hat und vielleicht ein paar Themen mal reinbringt fürs Leben. Was bedeutet eine Bank? Was bedeutet Kriminalität? Was bedeutet Versicherung oder eine Steuererklärung? Jeder muss es tun, aber keiner lernt es und ist überfordert irgendwann mal. Da sollte man die Kinder und die Jugendlichen drauf hinweisen. Bitte. Das ist ein gutes Stichwort, weil das sagt mir die Florentina immer. Das hätte sie gerne gelernt im Gymnasium. Keiner hatte erklärt, wie man die Steuererklärung ausfüllt, beziehungsweise was das überhaupt ist. Und ich mache zum Beispiel solche Themen, also jetzt nicht die Steuererklärung, aber einfach solche praktischen Themen bei mir in der Klasse. Sehr, sehr viel Praktisches, weil das genau das ist, was gebraucht wird und nichts anderes. Ich glaube, wir können auch in der heutigen Zeit, die schon so von so einer großen Vielfalt beherrscht wird, nicht mehr alles lernen. Es muss jeder im Endeffekt für sich selbst entscheiden, was dann wirklich lernt.
womit er sich wirklich gut beschäftigt. Es ist ja heute auch in der Berufswelt schon. Ich lerne einen Beruf und mache den mein Leben lang. Das gibt es nicht mehr. Ich muss flexibel sein. Ich muss kreativ sein. So, kreativ. Mal gucken. Der Jenne ist da bei uns im Raum. Mal gucken, ob er da ist. Er flackert da auch schon. Guten Abend, Jenne. Schön, dass du da bist. Ja, hallo und schönen guten Abend zusammen. Ja, ich finde das sehr spannend, das Thema. Da wir auch Kinder haben, 3, mittlerweile auch schon ein Enkel, der 5 ist und jetzt auch in die Schule soll. Und ich habe mich da auch schon mit Fragen auseinandergesetzt. So, wenn man das denn sieht, die Überlastung von den Kindern. Ja, da sitzen die Kinder in der Schule, müssen 7 Fächer lernen und haben 7 Lehrer. Ja, und jeder Lehrer macht ein Fach. Aber die Kinder, die sitzen da und werden total überfordert und müssen alle 7 Fächer lernen. Ja? Und dann bin ich dann drauf gekommen, dass also freies Lernen, jedes Kind ist ja unterschiedlich. Und ne, das eine ist in Mathe gut, das andere kann gut lesen, der andere kann gut schreiben, der andere kann halt gut mit dem Ball spielen oder sonstiges eben halt im Sport. Und dass man da dann halt dieses freie Lernen mehr voranbringt. Und die Kinder, die dann ja, also da sie das gerne tun. Und dann das andere Lernen einfach so ein Zubrot ist. Ja, das fällt denen dann einfach so zu. Und das wäre dann für mich so eine Lösungsansatz für die neuen Schulen oder Lernstätten. Schule finde ich sowieso das falsche Wort mittlerweile und die falschen Anstalten. Und ja, also da hätte ich dann schon mal so einen Lösungsansatz für. Ja. Danke dir, Jenne. Gib das Wort in der Runde. Ja, du sagst es, also Schule sollte eigentlich ganz anders heißen. Also Schule sollte eigentlich ein Lebensraum sein. Und so wie die Christina von Dreien immer wieder sagt, früher hat es geheißen, ich muss in die Schule gehen, aber eigentlich sollte es heißen, ich darf in die Schule gehen und ich darf Ferien haben und nicht umgekehrt, ja. Und Schule sollte ein wenn ich es jetzt wirklich als etwas Gemeinsames sehe von Lehrern, Schülern und Eltern, ein Lebensraum sein, ja. Also komplett was anderes als wie, da geht man rein, kriegt Wissen hineingefüllt und dann geht man wieder raus. Und nächsten Tag spult man es wieder ab oder vergisst oder wie auch immer, ja. Sondern es sollte ja viel, viel mehr sein, ja. Dass das, was ich vorher vorgelesen habe, wäre das auch ganz gut auch, und den begrüße ich auch indirekt, der kann leider heute nicht dabei sein, sehr, sehr gut beschreibt, ist der Gerald Egartner, aber der Wolfgang hat da auch wieder was entdeckt und möchte jetzt auch noch einmal was dazu sagen. Ich glaube, die Schule muss auch aufpassen oder muss sich in eine Richtung entwickeln, dass sie nicht zu einem Unternehmen verkommt, in dem Kontrolle und Leistung die bestimmenden Charakteristika sind. Weil das passt für ein mechanistisches Unternehmen. Aber da sind Spaß und Spontaneität nicht am Platz, weil das würde ja Chaos bedeuten für viele. Und das darf nicht sein. Aber gerade bei Kindern muss es sein. Und das sind wir, wenn man das jetzt von der Gehirnforschung anschaut, die linke Hirnhälfte ist ja verbunden mit dem rationalen Verstand und damit leider die dominierende und das rechtshirnige, das rechtshemisphärische Lernen, also eigentlich diese Förderung des rechtshemisphärischen Lernens, wo die Emotionalität und die Intuitivität da sehr, sehr gefördert wird, das findet ja leider noch viel, viel zu wenig Platz und sollte aber Platz haben, weil damit hast du beide Gehirnhälften dann und die können ja dann, sind in einem gesunden Austausch oder einem gesunden Gleichgewicht. Und dann kommt auch natürlich ganz was anderes heraus, weil dann entsteht das dritte Feld. Und das dritte Feld habe ich zum Beispiel bei mir auf der Homepage beschrieben. Das ist das, wenn sich Wissenschaft und Freude vereinen und Intuition vereinen. Und dann entsteht das dritte Feld und dann hast du einfach das Neue da. Ja. Und wenn Bildung und wenn es uns gelingt,
das nicht mehr durch diese veralteten Konzepte einzugrenzen, werden wir natürlich dann kreativer und offener und kommen natürlich auch dann viel mehr zu neuen Ideen und neuen Möglichkeiten und Wegen. Man kann ja auch wieder die Wirtschaft hernehmen. Unternehmen, wo zum Beispiel Spaß, Spontaneität erlaubt sind. Und da gibt's zum Beispiel, weil ich da auf so einem großen Computer sitze, Microsoft, wo die Leute mit Freude bei der Arbeit sind, wo nicht Kontrolle an oberster Stelle steht. Die sind auch sehr produktiv. Man kommt auch im Sport schon drauf. Gut geführte Fußballclubs, es ist zwar ein beinhartes Geschäft, aber es geht nicht nur mit Messen, Testen und so weiter. Die erfolgreichsten sind eigentlich, oder die Vereine sind dann sehr erfolgreich, die junge Spieler entwickeln, sehr klar, mit Freude, aber auch mit harter Arbeit. Das gehört auch dazu, weil Freude schließt ja jetzt Arbeiten oder harte Arbeit nicht aus. Ja, das Wort Arbeit heißt ja eh über Wasser halten. Das ist ja schon anstrengend, wenn man das hört. Arbeit über Wasser halten, da muss ich ja irgendwas tun. Und die Freude, ne, André Stern habe ich gerade schon genannt. Es gibt die Freilerner-Freischulen und dort wurde ja auch gesagt, das sind ganz andere Menschen werden das. Die werden einfach kreativer, festiger, wir sind im sozialen Bereich, erkennen, erfassen viel, viel, viel natürlicher mehr. Jetzt frage ich ganz einfach, liebes System, wovor habt ihr Angst, dass ihr so eine Klarheit einfach nicht den Menschen gibt, dass wir die Kinder das Leben auch widmen, dass sie diese Chance haben, auch das zu nutzen? Wir wollen doch schlaue Kinder haben. Oder wollt ihr, habt ihr was anderes im Hintergrund, im Schilde, dass ihr einfach uns unten haltet, ne? Unterrichten, kann man ja jetzt sagen, von der deutschen Sprache aus. Jedoch, wir haben ja, wir wissen ja, wie Politik funktioniert. Es geht ja nur im, wir sind ja immer ein Handelsrecht. Es geht hier ums Geld, ums Geschäft und so weiter. Das darf man ruhig sagen. Es geht aber nicht in dem Moment, was die Kinder wirklich wollen oder die Eltern wollen. Bitte, Wolfgang. Es geht ja in der heutigen Zeit oder die Schule schreibt sich auf ihre Fahnen ein, oder das große Bestreben ist Gerechtigkeit. Und die Leute merken eigentlich nicht, dass die Gerechtigkeit im Namen der Gerechtigkeit alle Freiheit geopfert wird. Alles wird der Gerechtigkeit untergeordnet, dass man vergleichen kann, wobei man sowieso weiß, dass man es trotzdem nicht vergleichen kann. Kinder werden wie bei Maschinen zu Objekten degradiert. Wir haben als Bewertungsskala in der neuen Mittelschule als große Errungenschaft Leistungsbeurteilung 4.0. Was heißt 4.0? Es gibt schon E-Mobilität 4.0, alle möglichen Dinge 2.0, 4.0. Ich glaube, es wissen die wenigsten, was das überhaupt heißt. Es ist ein Industriestandard, wo man glaubt, man ist wieder sehr gerecht und klar. Ne, die super Smart Meter, ne, alles smart und gut, ne, das ist die Verblendung, so sehe ich. Richtig. Und da dürfen wir mal mehr hinschauen. Ja, Jenne schreibt gerade was. Jenne, du magst dich einbringen? Ja, also wo das gerade zu sprechen kommt, es kommt ja heute kein Kind mehr lebensfähig von der Schule. Ne, das ist genau das, was dein Gast da gerade angesprochen hat. Und alles nur die Wirtschaft, Konsum, ja, getrieben, also in meinem Buch heißt es in der fünften Generation dumm gezüchteter Lemminge. Ja, und umso besser wir waren, umso mehr Einsen wir geschrieben haben, am besten noch Abitur und studiert haben, haben wir ja nur das gewusst, was wir studieren durften, lernen durften. Und somit wurde ja alles andere ausgeblendet. Und dann baut sich ja dieses ganze System darauf auf. Darum haben, ne, gibt es diese ganzen schlimmen Sachen, die ganzen Kriege, die ganzen schlimmen Ingenieure, Wissenschaftler und so weiter. Also, ne, das ist ja so umfangreich. Aber gut ist es ja für die Menschheit überhaupt nicht. Eben halt nur für dieses olle System, was eben halt die Kinder beraubt und dazu bringt und macht, was sie geworden sind. Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, und das finde ich sehr, sehr, sehr traurig, dass Kinder in Deutschland mittlerweile so bewertet werden,
wenn ein Kind einen Pferdeschwanz hat oder die Eltern schon haben, werden sie mittlerweile öffentlich ins rechte Lager gesetzt. Und das finde ich sehr, sehr schlimm. Ich sage immer, wollen wir nicht mal langsam hier was lernen aus der Vergangenheit oder gehen wir wieder in diesen nicht schönen Thema rein? Die Reife, das Bewusstsein haben wir. Warum sollen wir wieder Dinge erleben, die wir jetzt schon erkennen, die gar nicht notwendig sind? Denn die Unreife sagt ja aus, die Ursache, Wirkung, was wir hier jetzt schon erleben. Allein das Kabarett der Politik, das kann man nur noch Kabarett nennen, da kann man keine Ernsthaftigkeit mehr dazu sagen. Nee, also sollen sie bei OKTOK kommen, ich interviewe euch gerne, ihr lieben Politiker, denn es heißt, die Politik zum Anfassen, mit Respekt werden wir euch natürlich behandeln. Aber es geht einfach mal, die Punkte zu erkennen. Dann gibt doch einfach zu, ja, das sind die Machenschaften der Großkonzerne, wir können keine Politik mehr machen für die Menschen, dann sagt es wenigstens. Ich glaube auch, dass es ganz notwendig ist, dass sowohl jeder Lehrer als auch jeder, der in diesem System zum Beispiel eine Leitungsfunktion hat, sich bewusst ist, wenn er Menschen führt, ist das wie Leben wecken. Dieses Buch hat der Anselm Grün geschrieben. Und nicht ein Erfüllungsgehilfe eines Systems ist. Und ich glaube, da sollten auch, kann man nur Lehrer, junge Lehrer, man kann bestärken, dass sie über das nachdenken und sich nicht von dem, was sie vielleicht eh spüren, abbringen lassen. Genauso sollte man, wenn das System unter Anführungszeichen Interesse daran hat, dass diese Lernorte oder Schulen, wie es noch heißen, gut sind, alleine bei der Auswahl ihrer Führungskräfte schauen, sind das Leute, die Menschen führen können. Und führen ist jetzt nicht unbedingt jetzt, dass er Listen gut ausfüllen kann, sondern führen kann er dann, wenn er eine Persönlichkeit ist. Die Menschlichkeit im Endeffekt. Die Menschen verstehen in verschiedenen Situationen, wenn es dem nicht gut geht, erkenne ich es, wie gehe ich damit um auf diese einzelne Situation, das möchtest du und sagen. Und nicht Vorgaben besonders gut unbedingt erfüllt oder unreflektiert erfüllt. Fällt mir gerade der schöne Intelligenztest immer wieder auf. Ich mag das Wort ja gar nicht, weil was ist Intelligenz? Wir haben nur Fähigkeiten. Ja, und Intelligenz, wer setzt an Intelligenz? Also was ist denn soziale Kompetenz? Ist das keine Intelligenz, wenn man das mal so sieht? Aber danach wird nicht wirklich geschaut. Es wird nur geringfügig mal geguckt. Und das ist doch eines der wichtigsten, was wir Menschen brauchen, das Miteinander finden. Und was machen wir? Ne? Zerstörung der Familie, der eine Nachbar kennt den anderen nicht, wir sehen das doch, wir schauen auf Körpersprache, ne? Wie die Menschen schon laufen, da gibt es auch Wissenschaftler, die das analysieren und auch belegen, dass wir eine erkrankte Gesellschaft sind. Aber was tun wir dafür, um jetzt endlich mal diesen Knoten zu erkennen und auch diese Lösung mal unter den Menschen zu bringen? Bitte, Wolfgang. Was du da ansprichst, ist auch ein wesentlicher Teil wäre der Schule, und zwar Beziehungsarbeit. Wenn diese Beziehungsarbeit nicht da ist, wird Schule und Leistung nicht gut gelingen oder sehr schwer nur gelingen. Und weil der Vater sich dazu erst gemeldet hat auch, ich glaube auch, dass diese Beziehungsarbeit auch die Eltern mit einschließen muss in der heutigen Zeit, die oft sehr verunsichert sind, die gute Eltern sein wollen, die für ihr Kind etwas wollen, dass es ihrem Kind gut geht, dass ihr Kind weiterkommt und die nicht jeden Tag Anklagen, Vorwürfe hören, wo sollen, müssen und die eigentlich immer mehr verunsichert werden, immer mehr demotiviert werden und in ihrer Unsicherheit dann, das zieht ja einen Rattenschwanz nach sich in der Beziehung Eltern-Kind. Da könnte sich Schule vielleicht auch mehr als Helfer und nicht wieder die Fehler suchen, die Fehlerzuordnung. Übrigens, wenn dir das auffällt, Helfer, Fehler besteht aus den gleichen Buchstaben. Ja, ja, wie gesagt, die Sprache, das ist für mich, wo ich ja immer sage, wir sollten die deutsche Sprache mal wieder richtig lernen und deren Bedeutung. Wäre aber auch etwas, das sich jeder Lehrer überlegen sollte. Bin ich einer, der hilft, oder bin ich ein
perfekter Fehlerzähler oder Sucher. Ja, da haben wir wieder viel zum Nachdenken. Gehen wir nochmal rüber zum Alexander, mal schauen, ob er ein paar Worte hat, denn er ist ja auch bei uns in der Runde. Alexander, bitte. Ja, ich hätte eine ganze Menge Worte noch, aber der Quentin wollte noch mal was dazu sagen, und zwar zum Thema Schulunterricht. So, erzähl mal. Ja, was ich vom Unterricht halte, ist, naja, die Lehrer, die machen das schon gut, aber unsere Klasse ist auch manchmal ein bisschen nervig, weil die reden auch ganz schön manchmal ein. Aber ich auch manchmal. Und dann kann man sich gar nicht richtig konzentrieren. Die Lehrer machen das eigentlich ganz perfekt. Aber manchmal reagieren sie auch bei dem Lernen auch ein bisschen nicht sehr richtig und ganz schön laut. Okay, also kann man praktisch sagen, dass es dir schwerfällt, dann dich im Unterricht zu konzentrieren, dass dich die anderen Kinder dann sozusagen, ja, wie soll man sagen, daran hindern, dich auf den Unterricht dann zu konzentrieren, dass das ziemlich schwierig dann ist. Ja, genau so, weil neben mir sitzt auch so ein Max und noch neben Max sitzt Maximilian, die halten sich, als wären sie die Lustigen, und da sind noch zwei andere, Aaron und Mika, die sitzen nicht neben uns, aber sie nerven auch. Und das Komische ist, die sind auch noch Mathe-Genies. Ja, naja gut, die einzelnen Fähigkeiten der Kinder, das ist ja... aber ich würde dich nochmal gerne fragen, Quentin, wie viele Lehrer hast du? Ungefähr für jedes Fach. Ich habe jetzt... ich habe jetzt in einfach zweimal dieselbe Lehrerin. Hatte ich vorher die eine andere zweimal, und zwar vor 10 Jahren, die haben wir jetzt in Musik und HWS, und Frau Eis. Was ist HWS? HWS, das ist ein Fach, da lernen wir alles über Straßenregeln und alles Mögliche. Über Verschwendung von Wasser und Leitungen. Wir haben da auch schon einiges gelernt. Ja. Okay, also verschiedene Lehrer hast du denn? Und wie kommst du damit klar, dass du immer zwischen den Fächern, du hast denn, wie lange dauert eine Stunde? 45 Minuten, ne? Ja, das stimmt. Okay, wie fällt es dir schwer, wenn jetzt die Stunde um ist, dich gleich auf die nächste Stunde zu konzentrieren, oder bist du fällt es dir schwer fällt dir das eher leicht? Jein, weil beides, weil ich bin immer so glücklich auf die Pause, und dann irgendwann werde ich dann nicht mehr so glücklich, weil ich dann erhofft habe, dass ich Frau Hinrichsen bekomme, unsere ehemalige Lehrerin oder Frau Walter, damit wir eine etwas bessere Stunde haben als bei den anderen. Also gibt es auch Lehrer, die den Unterricht nach deinem Empfinden nicht so gut machen? Ja, ganz richtig, wie Frau Zingenhahn, die wir in HWS und Musik haben. Wir haben, als Frau Eilert noch bei uns war in Musik, wir haben richtige Spiele gemacht. Sie kann auch richtig auf so einer Querflöte spielen, das finde ich irgendwie so toll. Ich finde, dass sie unsere Musiklehrerin weiter sein soll. Sie muss jetzt eine andere Klasse vertreten, weil jetzt die neuen Erstklasse-Einschulungskinder jetzt angetroffen sind. Sag nochmal kurz, in welcher Klasse du bist. In der 2a bin ich. Ich wäre eigentlich in der 3. Klasse, ich muss nur die erst wiederholen. Was nicht daran lag, dass er irgendwie Lernschwierigkeiten hat, sondern weil er vorher hier in Kiel gewohnt hat und jetzt in Neumünster. Das heißt, er hat die Schule gewechselt, und in der anderen Schule ist das Bewertungssystem anders, und damit hat das dann dementsprechend zu tun. Also, aber nichtsdestotrotz, ja gut, wir wissen ja alle, dass Zensuren nichts über das Lernverhalten eines Menschen aussagt. Ich wollte noch sagen, was ich sehr krass finde, was Quentin mir erzählt hat, ist, dass er jetzt schon in der 2. Klasse mit Religionsunterricht malträtiert wird. Das finde ich ziemlich krass. Und wolltest du dazu noch was sagen? Ja, und bei Religion wollte ich noch was sagen. Bei Religion kriegen wir auch schon was über diesen Jesus, der in Wirklichkeit von meinem Vater, der mir das erzählt hat, der
Ja, der hat mir erzählt, dass es ihn niemals gegeben hat, sondern Jeschua ben Josef. Ja, das ist das, was ich meiner Meinung nach, was meiner Meinung nach richtig ist. Okay, aber letztendlich geht es ja darum, dass Schule in dem Alter wird ja noch ganz anders wahrgenommen. Nachher, ich denke mal, nachher, wenn er in die weiterführende Schule kommt, dann sieht das nachher wieder ganz anders aus, wenn er das Ganze besser durchblickt und sich dieses Prinzip, dieses Schulprinzip, ich sag's mal so, höflich ausgedrückt, verinnerlicht hat, ja. Aber okay, erstmal dazu. Danke dir. Ich gebe das Wort mal hier in der Runde. Das sind bestimmt ein paar Gedanken dazu. Alleine dieses Beurteilungssystem, wenn der wechselt, dass er die Klasse nicht aufsteigen darf, zeigt dir eine gewisse Absurdität. Das ist einmal das Erste. Das Zweite jetzt, egal in welcher Schule er kommt, es wird immer bei dieser Beziehungsarbeit Lehrer-Schüler bleiben. Und es kann, egal in welcher Schule er auch ist, kann es gut gehen, wenn der Lehrer diese Beziehungsarbeit gut gestaltet, oder auch nicht. Und das Nächste, wenn die Schüler so stören, würde ich einmal vorschlagen, dass einer dieser Schüler Dinge, die er gern tut, den anderen Schülern erklärt. Und wie es ihm damit geht, wenn da auch ein paar sehr schlimm dabei sind und nicht zuhören. Das würde ich ihn einmal ausprobieren lassen. Diese Verantwortung würde ich ihm geben. Da kann er gleich mal ausprobieren. Ja, Quentin, hast du gehört? Darfst du mal gerne auf deine Schüler dann mal zugehen? Hm? Hast du das verstanden? Nicht wirklich. Ich hab nicht ganz so viel verstanden. Ich nehme mal an, er hat es akustisch nicht ganz verstanden. Also Quentin, Wolfgang, sag's dir nochmal. Es soll einmal dieser Schüler, die so viel stören, der wird ja irgendwas gerne tun. Entweder kann er ein Spiel gut oder er kann gut turnen oder im Turnunterricht ein Spiel. Und der soll einmal so eine Art Lehrer spielen und soll versuchen, anderen Kindern das zu erklären. Und vielleicht sind da dann Kinder dabei, die auch nicht zuhören und Blödheiten machen. Und damit er mal sieht, wie das ist, vielleicht lernt er dann, auf den anderen ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Super, super. Ach so. Ja, die meisten, die immer stören, ja, die wollen nie ruhig sein. Und die wollen ihr Talent immer ausquetschen. Wir haben auch manchmal am Freitag immer so eine Frau, wie heißt sie noch? Ist egal. Ja, und da haben wir so eine Frau und die sagt immer, die gibt immer den Kindern, die immer schon solche Spitznamen. Zum Beispiel ein Mädchen, das Lilly heißt, die hat den Spitznamen bekommen, Kichererbse. Ja, weil, ja, das haben die, keine Ahnung, warum sie das gemacht hat. Die hat nur ein paar Mal laut reingerufen, mehr war das eigentlich gar nicht. Naja, ich denke, das muss man jetzt nicht weiter kommentieren. Okay, erstmal dazu. Super, super, super. Gut, danke. Mir fällt, Quentin, ich kann dir nur sagen, mir fällt dazu eine Geschichte ein. Es gibt auch Lehrer, die sich gar keinen Namen merken. Und so einen hat es einmal gegeben, der, also von dem habe ich gehört. Und der hat alle Buben Franz genannt und alle Mädchen waren die Marie. Also ich weiß jetzt nicht, wie genau, aber ungefähr so. Der hat sich's ganz leicht gemacht. Also auch das gibt's. Und zu den unter Anführungszeichen schlimmen Kindern oder lauten Kindern oder störenden Kindern möchte ich noch eine Geschichte erzählen. Wir haben so eine Klasse momentan bei uns in der Schule, die als sehr laut und als sehr störend und als sehr unbequem von den Lehrkräften beschrieben wird. Und dann gibt's viele, viele Versammlungen und man berät sich drüber und man spricht über diese Kinder und dann kommen die Chefs von den Chefs und reden das durch und schauen sich die Kinder an und es wird getuschelt und getratscht und wie auch immer wichtig gesprochen. Aber was mir an diesen Kindern gefällt, die sind trotzdem weiter schlimm und laut und lassen sich nicht verbiegen. Und jetzt ist mir diese Idee gekommen, dass ich gesagt habe, ich bin momentan in einer vierten Klasse, eine Klassenmama, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht kann man das so machen, dass man
die großen Kinder, also die Viertklässler, die 14-Jährigen, mit den 10-Jährigen, 11-Jährigen Kindern zusammentut und da gemeinsam einmal in der Woche Spiele spielt, gemeinsam lernt, also eine gemeinsame Stunde miteinander verbringt. Und was glaubst du, was passiert ist? Plötzlich funktioniert das und man braucht gar keine Fachleute und Konferenzen und Obrigkeiten, so sagen wir das, die Chefs von den Chefs und große Maßnahmen, sondern die Kinder machen sich das eigentlich selber und es gefällt jedem. Und da mag ich eine Geschichte erzählen, weil das fällt mir jetzt gerade ein. Da gibt es ein Mädchen und die war die musste zusammen Mathematik lernen mit, oder Englisch lernen mit einem von unseren Buben. Und der Bube hat, das ist der Diar, hat dem Mädchen, während sie da gelernt hat mit ihm, angefangen, das Federpinal zu ordnen und zu sortieren und zu spitzen, während er gelernt hat mit ihr. Und wie sie fertig waren mit dem Lernen, hat er ihr das geordnete Federpinal gegeben und noch Buntstifte von ihm dazu geschenkt. Und weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, heute ist mein Glückstag, heute ist mein schönste Tag in meinem Leben. Und das sind solche Sachen. Ich bin davor gesessen mit meiner lieben Kollegin der Bettina vor diesen beiden und wir haben sie natürlich beobachtet und die haben das nicht bemerkt, aber uns ist, so sagten wir, uns ist sehr das Herz aufgegangen. Also das mag ich jetzt den Quentin, nur für den Quentin war das jetzt die Geschichte. Also so versuchen wir das in unserer Schule, ja, dass wir da immer die Kinder mit einbeziehen und die Kinder auch mit den Kindern machen lassen und das funktioniert. Ich würde mal kurz einmal nur anmerken, dass ich jetzt schon Fan bin von deinem Sohn Alexander Quentin. Also ganz klasse, wie du das überhaupt so rüberbringst und so frei erzählen kannst. Ne? Das ist ja diese freie Entfaltung, die wir haben als Kinder noch, bevor wir gleichgeschaltet werden. Und das zeigt das ganz toll auf und super. Ich finde das klasse, wie du das rüberbringst. Danke dir. Ich auch, von mir auch ein herzliches Dankeschön. Ich wollte noch dazu sagen, wenn ich das ganz kurz noch darf, dass ich als Vater sehe, ich natürlich, Quentin hat vorhin das mit Jeschua angedeutet, ich sehe mich da in der Verantwortung, meinem Sohn natürlich die Information oder das Wissen weiterzugeben, was er in der Schule natürlich nicht lernt, auch über die 7 hermetischen Gesetze. Und interessanterweise versteht er das. Ich sage ihm das so, ich erkläre ihm die Gesetze des Lebens so in seinen Worten, dass er das versteht, immer so nach und nach, immer so ein Stückchenweise. Und er kommt von sich aus an und versteht das eben auch. Und daran merke ich, dass das richtig ist, dass ich das tue, weil ich der Meinung bin, dass wenn die Kinder darin aufgeklärt werden, dass wir alle für das, was wir erfahren, selbst verantwortlich sind, dass die Zeit, wo wir mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, du bist schuld, die Zeit ist vorbei, dass jeder bei sich selbst anfängt, die Verantwortung, das gehört meiner Meinung nach auch dazu, die Verantwortung für das eigene Leben wieder zu übernehmen, indem man immer erst auf sich selbst guckt, wo habe ich mir das selber erschaffen, mit welchen, denn die Bewusstseinsforschung hat ja auch schon seit langem, sagt sie ja auch, wir erschaffen mit unseren Gedanken und Gefühlen unsere wahrnehmbare Realität. Und ich sehe mich da in der Pflicht als Vater. Seine Mutter hält von all diesen Dingen natürlich gar nichts, aber ich sehe mich in der Verpflichtung, es ist meiner Meinung nach irgendwo eine Pflicht, aber ich tue es auch gerne, weil er ist schließlich mein Sohn. Und dieses Wissen an ihn weiterzugeben und wenn das, das betone ich ja immer wieder, ich bin der Meinung, wenn in Schulen diese Themen gelehrt werden würden, das setzt natürlich voraus, dass die Lehrer erstmal darüber informiert werden, dass dann, wenn die Kinder mit diesem Wissen aufwachsen, diese Kinder, dass Achtsamkeit, Verantwortung und so weiter, das werden wieder Tugenden, die sie wieder mit Leben füllen können und das Miteinander, dieses Gegeneinander, in dem Sendetext heißt es ja auch gegen den Zeitgeist. Das heißt, der Zeitgeist wird sich dann automatisch auch ändern. Es sind die Kinder, die es uns vormachen. Da gibt es auch, wollte ich noch hinweisen, auf den Film Indigo-Kinder. Auf YouTube gibt es auch in voller Länge. Ein sehr interessanter Film. Jetzt habe ich noch einen Gedanken, aber den habe ich jetzt vergessen. Erstmal dazu.
Ja, super. Das Gedanken, den schreibst du gleich auf und nach der Musikpause vielleicht sagst du ihn noch, wenn wir wollen ja auch noch einen Song einspielen, der kommt nämlich heute von Reinhard May, Gegen den Wind. Wolltest du noch was dazu sagen? Ich glaube, passt. Passt alles. Musik ab und wir sind gleich wieder vor euch. Da, Gegen den Wind, Reinhard May. Ja, Gegen den Wind, Reinhard May, ein super toller Musiker. So finde ich, ihr seid in der Sendung von Petra Kreuzer und Fluss des Lebens. Ich möchte nochmal einen Hinweis geben für morgen. Morgen geht es ja bei uns auch weiter. Da ist der Peter Andreas Straubinger da. Am Anfang war das Licht. Geht mal auf seine Homepage. Steht auch alles da. Da heißt es unten, passt. pastraubinger.com. Einfach auf der OKTalk-Seite gehen. Am Anfang war das Licht, er hat über die Lichtnahrung einen Film gebracht und er wurde auch angegriffen. Und ich denke, das wird auch morgen mit ein Thema sein. Ihr dürft uns anrufen, 0043 für Österreich, das Festnetztelefon 720-518-19 und die 7. Und im Chat ist heute wohl nicht viel los bei uns, aber vielleicht ändert sich das ja bald wieder. Nun, nicht jeder hat das Thema heute auf dem Schirm. Jedoch, wie ich die Sendung heute verstehe, ist das eine super Sendung mit so tollen Inhalten. Findest du die Inhalte nicht gut? Dann schreib uns an oder kontaktiere uns. Ja, bitte mit Begründung. Es ist ganz wichtig, denn wir wollen ja auch lernen. Und jetzt übergebe ich dir das Mikrofon, liebe Petra. Gut, vielen, vielen Dank. Der Fluss des Lebens heißt auch natürlich, dass man aus dem Augenblick heraus spricht und eigentlich jetzt nicht so sehr etwas geplant hat, vielleicht schon im Kopf, aber nicht unbedingt geplant hat. Und so möchte ich euch ein Buch vorstellen und das ist vom Gerald Ehgartner, Kopfsprung ins Herz. Der Gerald ist mittlerweile auch ein guter Freund geworden, der da auch auf dieser Plattform sehr, sehr präsent ist. Und der beschreibt da eine Person, das ist der Noah, der Lehrer ist und Single ist und frustriert ist und der den Schulalltag als sehr eng erlebt und auch in der Punkto Liebe tut sich gar nichts. Und eines Tages begegnet ihm aber ein Kojote, also ein Mann, und das ist ein, der hat einen Kojotenschwanz und mit Cowboyhut und der stellt sein komplettes Leben auf den Kopf, beziehungsweise bestärkt er den Noah, einfach seinen Weg zu gehen und den Veränderungen und vor allem sich selbst treu zu bleiben, Veränderungen, sich nicht im Weg zu stehen. Und daraus habe ich ein bisschen was euch mitgebracht und ich würde es gerne vorlesen, auch wenn, ich habe jetzt gerade gehört, der Gerald im Juli da ist oder am 1. Juli da ist, würde ich da gerne ein bisschen was daraus vorlesen. Und zwar geht es da um dieses, was ich am Anfang gesagt habe, in dieses bunte Bild malen. Wir malen, wohin wollen wir denn? Dass wir, wohin wir nicht wollen, wissen wir. Was wir nicht wollen, wissen wir auch. Aber was wir wollen, wissen wir vielleicht noch nicht so. Und jetzt geht es darum, wir kreieren da jetzt gemeinsam. Und der Kojote fordert den Noah da immer auf. Und gemeinsam tun sie da sich Gedanken machen und da steht zum Beispiel, Noah lacht mit den Kindern, verbiegt die Schulglocke, damit sie keinen oder einen schrägen Ton von sich gibt, singt eurer Direktorin ein Lied der Wertschätzung, lasst die Kinder unterrichten, ladet Eltern, die spannende Fähigkeiten mitbringen, in die Schule ein, schreibt, zeichnet eure kühnsten Träume auf Zettel und lasst diese mit Luftballons in den Himmel steigen, schreibt das Wort unmöglich auf einen Zettel und vergrabt es gemeinsam draußen vor der Schule. Pflanzt euren Klassenbaum, räumt die Tische an die Wand und erzählt euch die herrlichsten Geschichten im Kreis. Schweigt einen Tag lang, tut heimlich Gutes in der Schule, zählt alle Lebewesen, die ihr vom Fenster aus beobachten könnt und gebt ihnen Namen. Säubert den Schulhof vom Müll und hängt die Müllsäcke in der Aula auf. Bildet Helferteams für alles Mögliche. Geht zur Bürgermeisterin und erzählt ihr, wie schön Schule sein kann. Schreibt gemeinsam ein Buch. Lernt über ein Thema, auf das ihr euch geeinigt habt, so konzentriert und effektiv wie noch nie. Seid eine Woche extrem freundlich zu den Lehrern und Schülerinnen, die ihr nicht mögt. Bringt Kuchen nicht in die Schule,
den die Schüler selbst gebacken haben, lasst mit in die Schule, den die Schüler selbst gebacken haben, lasst die Burschen und Mädchen beschenken und die Mädchen ein Geschenk für die Jungs machen. Lernt rückwärts, vorwärts, seitwärts, experimentiert damit, wie ihr am besten lernt. Kauft Blumen und Pflanzen, die die Klasse bunt machen und mit Sauerstoff bereichern. Komponiert eine Klassenhymne und so weiter und so weiter. Lasst eure Handys zu Hause, belohnt euch für dieses Fasten. Stellt euch vor, es gebe Gott und ihr würdet ihn lieben. Spürt, wie sich das anfühlt. Schaltet die Schulglocke zu Beginn der Pause ab und singt mehrstimmig Jingle Bells oder das eine Lied, das du vor kurzem gespielt hast. Und so weiter. Also da gibt es eine Reihe von Aufzählungen, die der Coyote da diesem jungen Lehrer macht und ihn ermutigt, da einfach einen verrückteren, anderen Weg einzuschlagen. Und das ist das, was auch immer wieder hier auf der Plattform, eben hier auch auf meiner Homepage gesagt wird. Und auf der Plattform befinden sich neben Christina von Dreien und zum dem Gerald Egartner auch eben unter anderem der Professor Dr. Gerald Hüther als Beispiel von Impulsgebern. Ich habe auch gesammelt auf meiner Homepage, da gibt es eine Seite, das ist die Inspirationsseite, viele, viele Adressen von Schulen, von alternativen Möglichkeiten, wo man nachschauen kann. Also Informationsmaterial zur Genüge. Was mir auch wichtig ist, ist natürlich auch das Thema Umwelt. Das hat der junge Mann vorhin schon gesagt. Und da gibt es auch Beispiele. Und da sind wir jetzt auch am Sammeln an neuen Unterrichtsthemen zum Beispiel. Also da hat die Montessori-Schule hat ein Projekt gemacht, zum Beispiel mit dem Magister Andreas Birker, der ist der Spezialist hier in Österreich schlechthin für die effektiven Mikroorganismen, ein Pionier der ersten Stunde. Und der hat ein Projekt mit dieser Schule gemacht und die Schule hat das aufgeschrieben. Also das sind alles Themen zum Beispiel, die vielleicht noch nicht so gang und gäbe sind, die noch nicht so üblich sind, aber wo wir jetzt schon langsam auch, also ich, das mache ich in meiner Freizeit, hilft mir niemand, bezahlt mir niemand, wo ich sehr daran interessiert bin, als auch irgendwie zu sammeln. Ja? Und wenn du da auch Einfälle hast, kannst du mir das natürlich auch gerne schreiben und mitteilen. Auch das zählt für mich zu einem kreativen Miteinander und zu einem kreativen Tun. Ja, Emoto zum Beispiel ist auch ganz ein großes Thema, Wasserthemen und so weiter. Also die Schulbücher müssten, wenn es nach dem geht, sowieso umgeschrieben werden. Sehr viele stimmt nicht mehr und so wie der zuerst, wie wir gehört haben, es wird auch vieles nicht unterrichtet. Ja, stimme ich dabei. Es steht vieles nicht in den Schulbüchern, aber vieles wird schon von einigen sehr, sehr, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, mutigen, bewussten Pädagoginnen und Pädagogen den Kindern gesagt oder beigebracht oder informiert oder sie auch bestärkt. Und da geht es um Achtsamkeit, da geht es um eine gesunde Spiritualität und da geht es um den Würdekompass in sich und da geht es um ganz viel, was du sicher nicht jetzt in einem herkömmlichen Schulbuch findest. Und das machen wir schon. Ja, also das lebe ich tagtäglich und ohne dem könnte ich zum Beispiel gar nicht mehr natürlich immer in Dosen, wo es verstanden wird. Aber zum Beispiel eine Christina von Dreien, die habe ich meinen Kindern vorgespielt und da werden die ganz, ganz, ganz aufmerksam und ganz, ganz still und horchen dir zu, was die sagt und was sie sagt und wir diskutieren nachher und was ich möchte, ist eben, dass die Kinder reflektiert sind und sich was sagen trauen und nicht alles als gegeben hinnehmen, sondern einfach wach bleiben und aufmerksam bleiben. Und da möchte ich sie weiter ermutigen und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und nur so kann es gehen. Ja? Und jetzt gebe ich wieder weiter an den Wolfgang, der sicher noch einiges zu sagen hat. Ich möchte, weil das Thema heißt ja im Fluss des Lebens und wir schon sehr viel über Beziehung auch gesprochen haben, noch ein Buch erwähnen. Und zwar ist das von Gerald Koller, den ich heute schon einmal erwähnt habe, mit seinem Buch. Und zwar ganz am Anfang, Routenplaner
zu mehr Lebensqualität. Und dieser Gerald Koller hat mit den Wögerbauer-Brüdern, zwei Ärzten, die ich auch eigentlich am Anfang meiner Karriere kennenlernen durfte, ein Buch geschrieben, und zwar heißt das Herzensangelegenheiten. Untertitel: Rückenwind für ein herzgesundes Leben. Zum Herz habe ich eine ganz besondere Beziehung, und zwar weil ich ein großes Problem damit hatte. Aber es ist auch sehr interessant, und zwar das einleitende Gedicht oder der Merksatz von diesen drei Autoren, und zwar sagen die: Das Herz im Kopf zu haben, lässt uns den Blick auf das Wesentliche richten. So können wir unsere Herzensangelegenheit Raum in unserem Leben geben. Und ich glaube, jeder, der mit Schule zu tun hat, der mit Menschen zu tun hat, mit der Begegnung von Mensch zu Mensch, das sollte ihm eine Herzensangelegenheit sein. Und sobald das zur Herzensangelegenheit wird, wird all dieses Systemdenken, dieses Ordnungsdenken, dieses Kontrolldenken ausgeschaltet. Und ich glaube, dann wird auch das Arbeiten allen Beteiligten gut tun. Nicht nur den Kindern, sondern auch den Lehrern. Und vor allem kommt da wieder die Kreativität, was Arbeit heute bedeutet. Heute geht man oft mit dem Kopf schwer in die Arbeit. Oh. Ne? Und wenn man auch diese Energie, die Herzensenergie auch in die Arbeit mit reintragen darf, dann läuft das alles viel einfacher. Ich bin da Krankenpfleger, ich war im Pooldienst, und in St. Pölten im Spital waren sie immer dankbar, dass ich da war. Warum? Ja, weil die Klingeln da aus waren. Die Patienten haben geklingelt und geklingelt. Wenn ich da war, war Ruhe. Warum? Weil ich mich um die Menschen in einem persönlichen Gespräch auseinandergesetzt habe und bin dann immer wieder regelmäßig durchgegangen. Ne, die Aufmerksamkeit. Und das fehlt ja in unserem sozialen Bereich oft. Und da, finde ich, sind die Ansätze, und eigentlich sind das noch nicht mal Ansätze, die Logik sagt für mich, nicht eigentlich weg mit dem Wort eigentlich, die Logik sagt aus, dass dieser Weg der richtige ist. Das ist die Klarheit, und da dürfen wir einfach mal Gas geben. Alles andere wird sich ganz sicher normalisieren. Wir denken oft kompliziert, dabei ist die Einfachheit immer oft die Lösung zu sehen. Auch das dürfen wir sehen. Michael Rhodes hat es gesagt: Was macht uns alt? Das Denken. Wie wir aber denken. Ja, es geht ja darum, den Gedanken des Herzens, der Natürlichkeit in uns zu erkennen. Dann wird sich alles normalisieren auf einem Niveau eines Miteinanders. Aber ein starkes Team will man ja in diesem System leider nicht wirklich haben. Wir dürfen die Systemfrage stellen: Was macht das System mit uns? Was machen wir überhaupt? Und da brauche ich noch nicht mal groß was sagen. Ihr braucht doch nur eure Augen aufmachen und mal schauen, was wir hier tun. Ja, man sieht die Wälder, die abgeholzt wird, Plastik der Meere. Wir haben keine wirklichen, leider natürlichen Lebensbausteine mehr in den Supermärkten zu finden. 90%, sage ich immer wieder, ist so voller E's drin. Wir haben auf OkieTalk auf der Facebook-Seite und auch im Artikel schon auch einen Artikel geschrieben, was die E's überhaupt bedeuten, die ganzen E's, die in den Inhaltsstoffen sind. Es ist verheerend, dass Eltern nicht mehr wissen, dass man, wenn man ein Kinder Maxi kauft, dass da Alkohol drin ist. Das sind alles Dinge, die Aufklärung fehlt. Und wir haben Lebensmittelkontrolleure. Da frage ich mich, was kontrollieren die denn? Wie gesagt, der Arzt ist für die Gesundung da. Wir haben aber ein Krankensystem. Auch diese Wortspielerei. In Asien, da wird ein Arzt bezahlt, wenn er in die Gesundung den Menschen hereinbringt. Und wir leben von der Krankheit. Irgendwo ist da was schiefgelaufen. Ja, für die Zeit damals wohl berechtigt, bis wir die Erkenntnis bekommen. Jetzt haben wir die Erkenntnis, und die Politiker und dessen Hintermänner sollten auch mal die Erkenntnis bekommen und mal loslassen. Denn diese Welt kann ja gar nicht in weiterer Zukunft so gut funktionieren. Oder wir unterdrücken alles wirklich und sind dann wirklich die Sklaven der Nation. Das muss man hier sagen, und wir dürfen einfach nicht mehr. Aber das ist nicht die Natürlichkeit. Im Tierreich gibt es das ja auch nicht. Also was macht der Mensch? Nur weil er ein Ego hat, weil er einen Verstand hat, ein bisschen logisches Denken in sich trägt?
ja, dann sollten wir auch dieses Werkzeug nutzen, der Erkenntnis, und den gesunden Weg begehen. Es ist aber auch, wäre wünschenswert, wenn er die richtigen Erkenntnisse aus dem zieht, weil es gibt ja auch sehr viele, die genau die gegenteiligen Erkenntnisse aus dem ziehen. Da sage ich immer, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen wir den Arzt oder Apotheker. Jede Entscheidung, die wir treffen, hat positive wie negative Nebenwirkungen. Jetzt dürfen wir wieder die Frage stellen, wer definiert das Positive und das Negative? Und da gibt es die klare Antwort, für die Gemeinschaft muss man entscheiden. Und nicht nur für einen Punkt, der jetzt uns Geld reinbringt. Und auch wieder? Ja, die Augenhöhe. Das ist ja, Okay Talk heißt ja der Talk von Mensch zu Mensch. Und es geht nicht darum, wenn ich jetzt eine Frau Merkel jetzt bei mir sitzen hätte, die kommt eh nicht, aber sie ist eingeladen, ne? Die würde mit Respekt behandelt werden. Weil diese Frau sitzt ja auch in ihrer Position, sie darf da sitzen und trägt Entscheidungen. Ja, wen dienen sie, wem schaden sie? Wofür steht so ein Kanzler in dem Moment? Ich glaube, wenn wir auch, weil wir so viel heute schon über Schule gesprochen haben, wenn wir da auch untereinander wieder Schulaufsicht, Lehrer in dieser Augenhöhe miteinander reden würden, uns kritisch gewisse Fragen stellen würden, einen ehrlichen Austausch miteinander pflegen würden, wäre das, glaube ich, auch für das Schulsystem sehr von Vorteil und nicht nur gewisse Vorgaben zu schauen, wie die eingehalten sind. Ja, da bin ich dabei. Wenn ich die Florentina, genau. Florentina, du bist ja da hinten auf dem Sofa, hörst auch ein bisschen zu, denke ich. Wie wirkt das auf dich, dieser Abend jetzt schon? Es wurde einiges angesprochen. Kannst du dich damit anfreunden oder wie auch immer? Ja, eigentlich schon. Ich wüsste es nicht, wie ich das noch dazufügen sollte. Ich glaube, man könnte es noch viele Stunden weiter diskutieren und diskutieren. Im Endeffekt hängt es dann doch an der Regierung, dass die was machen. Was ist denn dein Wunsch, wenn du Entscheidungen treffen könntest, sage ich jetzt mal? Was würdest du entscheiden in deinem Leben heute für die Menschen? Jetzt speziell auf Schule, jetzt mal auf das Thema mal gesehen. Auf Schule bezogen, ich würde versuchen, nicht von oben herab zu entscheiden, wie es derzeit ist, sondern Lehrer und Schüler fragen, was sie gern hätten, wie sie sich das Schulsystem gern vorstellen und was sie eben gerne hätten im System. Und das dann versuchen, so gut wie es geht, umzusetzen. Super tolle Aussage. Danke. Möchtest du uns noch was mitteilen? Nein, eigentlich. Gut, dann geben wir das Wort nochmal in die Runde und dann gehen wir nochmal in eine Musikpause. Ich habe noch einen zweiten Song auch noch rausgesucht, weil die einen zwei gehen ja halt leider nicht. Alexander, Jenne, wer mag, habt ihr noch ein paar? Jenne ist dabei. Jenne, bitte. Ja, ich hätte da noch eine Frage. Näher ans Mikrofon, bitte. Oh, Entschuldigung, jo, stand an der Seite. Da ist es. Ich hätte noch eine Frage zu dieser Impfpflicht, wie ihr dazu steht und wie ihr da mit den Kindern umgeht. Und dann nochmal die zweite Frage, also diese Empfehlungen, wenn Kinder nicht so, weil wir alle verschieden sind und dann kommen ja immer diese Empfehlungen, also zu meiner Kinderzeit, ne, wurden wir gleichgeschaltet und wenn wir nicht marschiert haben, dann gab es schon Wege und Mittel. Ja, also ich kenne das auch noch, dass die Hand geflogen ist. Und heute wird dann ja Ritalin empfohlen und wie er da so zusteht und ja, also die beiden Sachen. Okay, mag einer was? Ja? Okay, Impfpflicht, na, offiziell gibt es bei uns eigentlich nicht. Die Möglichkeit der Impfung besteht an der Schule, da kommt der Schularzt und impft, aber das steht jedem Elternteil frei. Ja. Und in Österreich hat man auch schon gesagt, dass es in Österreich keine Impfpflicht geben soll. Genau. Und das ist in Deutschland halt anders und in Frankreich ist eine Impfpflicht. So ist es. Und ich persönlich als Petra Kreuzer und als Lehrerin meiner Schulkinder sag natürlich schon, bitte lest das Kleingedruckte und sag natürlich dann schon meine Meinung dazu. Natürlich. Ja, das ist, sonst könnte ich nicht ruhig schlafen. Ja, und ich sehe das sehr, sehr kritisch. Aber im Endeffekt wieder die Verantwortung
liegt bei den Eltern, aber es heißt nicht, dass ich nicht sagen darf als Lehrkraft oder als Pädagogin, bitte lest das Kleingedruckte, schaut, was ihr euch da reinschmeißt, reinwerft. Keine Ahnung, wie man sagen, was ihr euch da reinimpft. Ja? Und diese Freiheit habe ich. Ja? Und so aufmerksam bin ich. So. Und Ritalin kenne ich nur aus, ich habe meine ersten Jahre bei unter Anführungszeichen schwer erziehbaren, so heißt das bei uns, also bei Kindern, die große Schwierigkeiten hatten im sozialen Gefüge, verbracht, also praktisch an einer, das ist ja jetzt in aller Munde, diese Timeout Klasse, also praktisch in einer Timeout Schule verbracht, 6 Jahre lang. Und da war Ritalin oder Antidepressiva oder Medikamentengabe an die Kinder an der Tagesordnung. Ja, ohne dem ging's nicht. Das war aber nicht in unserer Verantwortung, sondern in der Verantwortung der Erzieher, weil das waren damals Heimkinder. Ja, aber ist bei uns jetzt an der Schule selber, was ich beobachte, nicht so Thema. Vereinzelt schon, kommt schon vor, dass das gegeben wird, aber ist jetzt nicht so Thema, dass das jetzt so ist, wie zum Beispiel die Christina von Dreien das beschreibt in der Schweiz oder so. Da dürfte das ja sehr, sehr häufig vorkommen, dass den Kindern das einfach gegeben wird. Zu Ritalin kann ich noch was sagen. Kinder- und Jugendpsychiatrie habe ich ja gearbeitet und dort hat man die Fälle mit Ritalin behandelt, die wirklich extrem nervös und schnell im Ausbruch gekommen sind. Aber allerdings hatten man auch diese verschiedenen Räume der Aggressionsabbau und das Ganze. Es wurde aber meines Erachtens viel zu wenig mit den Kindern gearbeitet. Genau. Das darf man auch hier festhalten. Und Ritalin macht abhängig. Und man ist nicht mehr der Mensch, der man eigentlich ist. Genau. Nicht eigentlich, der man ist. Das eigentlich muss auch eliminiert werden, das Wort. Das möchte ich nochmal dazu sagen. In den Schulbedarf, so wie gesagt, Kinder- und Jugendpsychiatrie, ja. In den normalen Volksschulen, Hauptschulen, Grundschulen, da kenne ich das persönlich zum Glück nicht. Es gibt schon mal Menschen, die schon mittlerweile aufgrund des hohen Leistungsdrucks zum Psychiater gehen oder auch zum Psychotherapeuten, leider, weil sie einfach dem nicht mehr standhalten können, den Druck. Und das kann man verstehen. Und das sollte uns schon längst aufwecken. Warum? Was machen wir mit den Kindern? Da ist doch was nicht in Ordnung. Wir können doch nicht mehr und mehr und noch mehr verlangen von den Kindern, wenn die Alarmzeichen schon da sind. Jeder ist doch ein Individuum und unterschiedlich. Dann dürfen wir doch auch dieses verstehen und sagen, hey, das Kind ist noch nicht so weit. Das müssen wir in dem Bereich reinbringen, wo es die Sicherheit wiederfindet und sich wieder natürlich entwickeln darf. Und da, denke ich, wünsche ich mir von meiner Seite aus, dass die Pädagogen diesen Spielraum mehr haben und dass auch dann dieser Raum gegeben wird. Wolfgang, hast du da auch ein paar Worte zu? Ich kann mir dem jetzt noch anschließen, weil mir jetzt erst gerade aufgefallen ist, weil wieder der Ruf nach Regierung und Ämtern und so weiter. Eigentlich muss ich das Vertrauen in eine Schule haben, die geleitet wird, wo Lehrer sind, dass die für ihre Kinder wissen, was gut ist. Und wenn ich merke, zum Beispiel auch bei kleinen Kindern schon, dass der Druck für sie zu groß ist, dann kann es doch nicht sein, dass ich Tabellen erfülle oder Vorschriften erfülle und über das Kind drüber gehe und dann solche Fälle produziere und scheinbar werden die mehr. Die werden auf jeden Fall mehr. Ich kann ja mal ein Beispiel geben. Im Moment, glaube ich, würde da gerne noch drauf antworten. Weil ich ja, bitte, Jenne. Ja, also hier bei uns in Deutschland, also es gibt noch keine Impfpflicht. Da geht es gerade drum, dass sie das wollen. Aber die bauen so einen hohen Druck aus im Moment auf die Kinder, dass also die Kinder, die ungeimpft sind, den geimpften Kindern schaden. Und somit werden die schon gar nicht zur Schule zugelassen. Wir haben das gerade, beleben das gerade selber bei unserem Enkel. Und ich empfinde das als so schlimm, weil da heißt es, ne, wenn er nicht geimpft ist, da war er nicht da zur Schule. Ja. Und nun wird auch von allen Ecken und Kanten, von Lehrern, von Ärzten, ja, von Eltern, weil sie nicht besser wissen, da so ein Druck drauf ausgeübt, dass die da alle hinrennen und lassen ihre Kinder impfen. Ja? Und darum spreche ich das an, weil uns das betrifft und unsere Kinder das betrifft.
Und uns selber ja auch schon in der Schule. Also ne, bei mir ist es jetzt ja schon eine Weile her, dass ich zur Schule gegangen bin, aber selbst bei mir gab's das schon. Und ja, also ich darum wollte ich es nur mal ansprechen und dass es auch in die Öffentlichkeit kommt. Eltern, es gibt keine Impfpflicht, ja. Das ist auferlegt und ja, da wollen sie erst hin. Und ja, ich sitze hier selber in der Familie und die eigenen Kinder wollen es nicht hören, ja, weil sie so ja Druck haben, dass sie das machen. Und ja, das finde ich das Schade daran. Druck aufbauen. Mikrofon steht da, magst du was sagen? Du siehst aber wie bei allem, es funktioniert sehr gut, Druck aufzubauen, um die Leute gefügig zu machen. Jetzt komme ich mit meinem Beispiel, was ich vorhin sagen wollte, wo der Jenne noch mal kurz sich eingebracht hat. Ja, ich war ja auch mal krank, hatte Rückenprobleme und hatte einen Bandscheibenvorfall. Und dann ist es in Österreich ja so, dass dann der Amtsarzt kommt und man muss dort untersuchen. Und dann habe ich das alles über mich ergehen lassen. Ja, Sie sind schwer krank und Sie sind krankgeschrieben. Ja, und dann beim nächsten Untersuchung, ich konnte wirklich nicht laufen, kann gar nichts, habe aber meine eigene Therapie gemacht und Sie haben ja noch nicht meine Untersuchung. Es fing an und gesagt, ja, was soll ich denn tun? Ich meine, ich bin beim Hausarzt, sage ich. Sie müssen Schmerzmedikamente zu sich nehmen. Essen, hat die Dame gesagt. Dann gucke ich sie an. Sie sind Ärztin und Sie sagen, ich muss Schmerzmedikamente essen. Alleine schon diese Wortwahl. Ich bin Krankenpfleger, das geht schon gar nicht. Ja, ich habe gesagt, das müssen wir der Ärztekammer melden. Sie sind sofort morgen wieder gesund geschrieben. Ich sagte, Frau Doktor, da ist Ihre Liege, untersuchen Sie mich. Das darf sie nicht tun. Sie darf mich nicht untersuchen. Sie geht nur nach ihrer Statistik. Mhm. So, jetzt bin ich ein Mensch, der zum Glück Erfahrungen hat. Aber jemand anders jetzt, der da hingeht, der ist, und genau darum geht's. Nicht nur Statistiken erfüllen, sondern was hilft denn den Menschen? Ja, aber sie wollte nicht wissen, was ich für alternative Therapien, die ich aber selber bezahlt habe, die ich ja nicht mehr von der Krankenkasse bekomme. Dann frage ich mich, wozu das Ganze? Ne? Traurig, traurig. Und ein Thema haben wir noch gar nicht angesprochen, das müssen wir auch gar nicht vertiefen. Das ist bei unseren Schulen mittlerweile in Deutschland und in den Kindergärten, das ist die Frühsexualisierung. Und das ist ein ganz, ganz, ganz schlimmes Thema. Das wird schon in den Kindergärten... Mit Gewalt drin. Ja, nicht nur mit Gewalt, sondern es wird Bücher gemacht, die werden mit Art einer Bleistiftfigur, wird das gemalt, wie ein Penis ist, wie ein Mann... Was soll das? Kinder, Jungs dürfen Mädchenkleidung anziehen und Mädchen dürfen Jungskleidung anziehen. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und da steht im Übrigen, liebe Grünen in Österreich, da redet ja keiner drüber, bevor die letzten Wahlen waren, nicht die EU-Wahlen, schon davor, wo der Herr Van Bellen dann ja gewählt worden ist, den wir ja gerne interviewt hätten, der ist ja von den Grünen. Ja, und kein Journalist hat die Frage gestellt, obwohl es bei euch im Programm steht, Frühsexualisierung. Ja, Mamma Mia, Journalisten, warum habt ihr nicht da mal Mumm hin und lest dann mal dessen Programm? Denn das ist wirklich eine Vergewaltigung, Entschuldigung, für unsere Kinder. So geht's doch gar nicht. Ein Kind weiß ganz genau irgendwann mal, ob ich ein Mann, eine Frau bin, ob ich schwul, lesbisch oder ganz normal gepolt bin. Mamma Mia. Aber dass man schon dieses wegnimmt, sich als Mann und Frau fühlen dürfen, das wird ja zerstört. Was machen wir mit unseren Kindern? Ist jetzt ein Thema, was wir gar nicht jetzt groß ansprechen müssen. Die Eva Herrmann hat ja auch schon viel davon gesagt. Die war ja auch Tagesschausprecherin, 18 Jahre in Deutschland, die ja auch bei OKTOK immer wieder mal ist. Dankeschön, Eva Herrmann, nochmal. Sie macht ja auch viel Aufklärung zu diesen Themen. Könnt ihr ins Archiv gehen. Ich denke, wir machen jetzt eine Musikpause. Und dann geht es ja auch schon auf die 22 Uhr. Und dann machen wir eine Abschlussrunde nochmal. Und ich hoffe, wir dürfen euch dann später nochmal wieder mal begrüßen, denn ich glaube, es gibt immer wieder mal was zum Auffrischen zu den vielen, vielen Themen, die uns im Leben betreffen. Und da hast du diesen Song, gell? Erzähl ihn doch mal. Ich erzähle, das ist die Pia und die singt ein Lied, das heißt Chasing the Sun, und ich habe es übersetzt, Folge der Sonne. Und die Sonne ist für mich so das Zeichen der, also dass wir in der Erlaubnis sein sollen und eigentlich in uns die Sonne scheinen lassen sollen. Und das beschreibt das ganz schön. Und die Pia ist eine ganz tolle Sängerin. Und ich liebe die Sonne und ich glaube, so viele Menschen lieben sie. Wir dürfen viel mehr in die Sonne schauen. Also, dann Musik ab. Bis nachher.
Ja, der Fluss des Lebens. Wir kommen schon langsam zum Schluss des heutigen Abends. Ja, eine Abschlussrunde machen wir natürlich. Meine Frage stellt sich, was machen wir jetzt überhaupt mit dem Abend, mit dem Ganzen, was wir heute gehört haben? Ja, also für mich, muss ich sagen, bin ich zumindest in vielen Punkten erstmal bestätigt worden von meinem Stand in meinem Leben. Und ich glaube, nein, nicht glaube, ich habe hier wirklich kompetente Pädagogen hier heute Abend, die den Punkt auch verstanden haben. Viele wollen, haben es auch mit Sicherheit verstanden, was man anders tun könnte. Jedoch auf die Hierarchien, glaube ich, da auch schon wieder uns wieder stoppen, uns ja unterbrechen. Ne? So sagt man, das ist immer wieder mal so. Das heißt aber nicht, den Kopf in den Sand stecken, sondern diese Sachen, die Erkenntnis für sich wieder herausnehmen und ja, Leben ist doch Bewegung, bewegen wir uns doch und das mit Augenhöhe und nicht, du bist besser, schlechter oder irgendwas. Das bringt uns, denke ich, immer wieder aus dem Konzept, dieses mit dem Finger zeigen, du bist und das bist. Das ist für mich Altes mittlerweile. Und durch meine Krankenpflege habe ich das gelernt, das muss aufhören. Das ist auch in unseren Strukturen immer wieder gewesen, diese Verurteilung, Beurteilungen. Wenn man aber die Krankenpflege verstanden hat, die Aktivitäten des täglichen Lebens, wir sind alle individuell. Deswegen bin ich nichts besser, schlechter. Wir müssen Essen haben, wir müssen Trinken haben, wir wollen ein Dach im Kopf haben, wir wollen ein soziales Leben haben. Das sind diese Grunddinge. Warum werden die nicht bereitet? Wenn man schaut, was heute alles finanziert wird, in einer ja, ein Weg, der, wo ich habe es oft gesagt, 85 Milliarden Euro gibt die BRD aus für ein Jahr für Rüstung. Und auf der anderen Seite sind 6 Milliarden Euro um die Eliminierung des Welthungers. Allein schon die Differenz zu sehen. Ja, und ich habe heute gesagt, wir wollen ja alle mobil sein. In Luxemburg gibt es die öffentlichen Verkehrsmittel, die kosten für die einheimische Bevölkerung nichts. Ja, wir wollen doch alle mobil sein. Und wir machen uns jetzt sichtbar, weil der eine hat kein Geld, und machen uns im Endeffekt zu Gefangenen auf unserem eigenen Planeten, in unserem eigenen Ort Land. Und auf der anderen Seite sehen wir die legalisierte Staatskriminalität, das darf ich so sagen, denn die Medien berichten ja jeden Tag darüber. Das kann man ja erkennen. Ne? Das ist so, Korruption ist ja kein Geheimthema, auch kein Tabuthema. Und wenn ich noch darf, dann würde ich sagen, ich bin dafür, dass wir Bargeldabschaffung machen für Politiker und dessen Hintermänner. Denn dann dürfen wir sie mal kontrollieren. Und dann wird das alles nicht mehr so sein, wie wir es heute haben. So, das ist so für mich heute mein Statement. Liebe Petra und Wolfgang, ja, was können wir tun? Ich meine, das sind jetzt meine Worte gewesen. Vielleicht hast du auch noch, na, passt, super. Habt ihr ein paar Worte noch für den heutigen Abend? Was können wir tun? Ich habe zuerst gesagt, wie ich dahergekommen bin. Es war das erste Mal für mich, dass ich so etwas mitgemacht habe. Und sicherlich macht man sich Gedanken, wie wird das sein? Wie funktioniert das? Und ich habe wieder erlebt, wenn man mit Menschen beisammen ist, wo ein herzbasiertes Miteinander ist, wo eine Atmosphäre ist, wo man sich wohlfühlt, wo man nicht die Angst haben muss, Fehler zu machen, wo auf einen mit dem Finger gezeigt wird, dass man sich sehr wohlfühlt, dass es einem gut geht und dass man dann auch unter Anführungszeichen Leistungen bringt, einem etwas einfällt, man weiß, was man sagen soll. Und ich glaube, unseren Kindern geht es genauso. Und das Einzige, was wir mitnehmen können, ist, jeden bestärken, dass er Kinder stark macht. Fehler? Auch gegen den Widerspruch oft von Vorschriften. Wenn ich es für richtig erachte und es gut meine, dann kann es nur gut sein. Fehler heißt ja nicht wissen. Das darf man auch mal hier sagen. Mein Kind macht doch nicht absichtlich, Bewusst. wie, genau, darum geht's ja. Und Fehler heißt für mich einfach nicht wissen. So ist es auch. Dummheit gibt's für mich nicht. Dummheit heißt nicht wissen. Und da dürfen wir mal auch mal drüber nachdenken. Und wenn jemand nicht so begabt ist, dann ist er nicht so begabt. Aber das Wort dumm ist eine Beleidigung und das sollte man eigentlich Es ist ja das Gleiche auch bei Kindern, weil es so immer sofort gemaßregelt wird, wenn Kinder Grenzen überschreiten. Grenzen sind wichtig. Aber es ist auch wichtig,
wenn Grenzen über das Grenzen überschritten werden, weil sonst würde das Leben nicht im Fluss sein, sondern sonst würden wir erstarren. Es ist aber auch wichtig, wie man mit Überschreitungen, noch dazu, wenn sich vielleicht was Negatives daraus ergibt, wie man mit dem umgeht, aber auch wieder wertschätzend und konstruktiv. Das waren schon meine Worte, das sind immer Worte, die ich sage, Grenzen sind dazu da auch, sie um mal zu durchstoßen, um sich neu zu orientieren, weil Leben ist Bewegung, das ist der Fluss des Lebens. Du hast die Sendung heute arrangiert und wie hast du dich denn heute gefühlt? Ich war am Anfang sehr aufgeregt, das ist ganz klar, aber nachdem du uns da auch sehr nett empfangen hast und in einer Offenheit uns da begegnet bist, war es natürlich nicht schwer, auch da seine Gedanken auszusprechen und da auch das zu sagen, was man spürt. Ja? Und wie geht's weiter? Wie geht's weiter, wird nicht einer bestimmen, sondern wir sind ja momentan in einer Zeit vom Ich zum Wir, werden wir alle bestimmen, wir gemeinsam. Und kann nur jeden von euch auffordern, wenn ihr Zeit, Lust und Laune habt, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben unter herzbasiertes Lernen Österreich, Österreich, @gmx.at oder einfach auch kurz unter petrakreuzer@gmx.at deine Ideen mit einbringen. Es wird einiges dann auf die Plattform gestellt. Einfach, es geht darum, ein Bild bunter zu malen, ja, und da Energie in etwas hineinzugeben, was vielleicht jetzt noch nicht konkret ist, das muss es auch nicht sein, aber was dann immer konkreter wird, und genau in dieser Zwischenphase sind wir, und die ist jetzt unendlich wichtig, wo wir alle da zum Schöpfer werden oder werden können, und dass wir das wirklich auch gemeinsam machen. Und damit sehe ich dann überhaupt kein dass das nicht funktionieren wird. Es wird funktionieren, und im Sinne der Kinder wird das alles gut, ist es gut. Ja? Wenn ich mir meine Kinder anschaue in der Schule, dann ist es gut. Ja? Ist auch. Du hast gerade ein Wort noch gesagt, damit wir zum Schöpfer werden. Im Übrigen, das ist nicht esoterisch oder irgendwas. In der Steiermark, habe ich gehört, da gehen sie nicht arbeiten, da gehen sie schöpfen. Das ist der Brauch. Ne? Das dürfen wir einfach mal hier so stehen lassen. Dann ist ja nur wieder, weil es wird immer so schnell verurteilt, ne? Die Schöpfer, das sind wir, die Jesus und so weiter. Nein, das ist, nein, ist eine Kultur. Das es geht so um eine gelebte, ja, Spiritualität, ja, und ein gelebtes, Gerald Hüther sagt wieder anders, der sagt, spricht von diesem inneren Kompass. Jeder sagt anders, aber du kannst das so oder so sagen. Ja, es ist jetzt nicht esoterisch gemeint, nein, gar nicht. Was ja wohl sehr spirituell ist. Ich würde sagen, wir geben nochmal den Alexander und den Jenne mal das Wort und mal gucken, was sie von dem heutigen Abend auch gehalten haben. Gehen wir Jenne und dann Alexander oder umgekehrt, wer möchte? Ja, Alexander ist da. Alexander, bitte. Augenblick. Ich wollte mich nur bedanken, dass ich heute Abend bei OGTalk sprechen durfte. Ja, und ich möchte dazu noch sagen, das ist mir noch wichtig, das brennt mir sozusagen unter den Nägeln. Seit es Menschen auf dieser Welt ist, das ist immer mein Statement, seit es Menschen auf dieser Welt gibt, war noch nie ein Kind ein Problem. Es sind immer nur die Erwachsenen, die entweder zu dämlich oder zu inkompetent sind, um sich auf die Kinder einzulassen. Zum Glück gibt es Menschen wie Petra und andere, die das Bewusstsein haben, was in einem Kind vor sich geht, wenn der Lernprozess wirklich richtig vonstatten geht. Und ich möchte einfach nur sagen, ich fand es toll, dass ihr die Sendung gemacht habt heute. Und ich bin natürlich auch als Vater wirklich stolz, dass mein Sohn das auch so gemacht hat heute. Ganz klasse. Und ganz lieben Dank dafür. Ich wünsche euch alles Gute. Danke für euer Sein, für euer Tun und alles Gute und vielen Dank. Ja, ebenfalls liebe Grüße von uns hier an euch und noch einmal vielen, vielen Dank auch, ja, natürlich dem Jenne, der da auch gesprochen hat und uns da unterstützt hat und auch liebe Grüße an euch alle. Und dass wir diese Sendung gemeinsam gemacht haben. Der Jenne wird sicher noch was sagen wollen, richtig? Jenne, danke dir, Alexander, danke dir, Quentin. Also genau, wunderbar, Alexander. Ne? Also
ich glaube, wir haben alle was mitgenommen. Was gerne hier dabei heute. Ich habe mich sehr gefreut. Danke dir. Jenne, dein Mikrofon. Ja, also da schließe ich mich an. Ich möchte mich auch gern bedanken. Ich fand das sehr toll und inspirierend, heute Abend die Sendung zu machen und auch zu hören. Und ja, Dankeschön. Und ich freue mich auf ein Wiederhören. Und danke für das Lob, ja. Ja, danke dir. Valentina ist ja auch noch da. Florentina. Also irgendwann lerne ich das auch noch, Florentina. Aber der Klaus und seine Namen, er ist ja schon berühmt für. Ne? So wie er auch ein schlechter DJ ist. Ich habe auch meine Schwächen. Das gebe ich aber zu. Dafür kann ja jemand anders DJ spielen, sage ich immer. Aber schön ist, dass du auch da warst. Wie geht's bei dir überhaupt jetzt weiter? Hast du da, machst du Vorträge einmal mal das und gibt nun noch nicht. Okay, das passt, aber einfach nicht. Auf die Homepage mal beobachten, genau, natürlich. Genau. Ne? Und was gewollt wird, was gebraucht wird. Genau, was gebraucht wird. Mhm. Und eine zweite Sendung dürfen wir sicherlich nochmal machen. Gell? Ja, übers Lernen ist es ja noch nicht so wirklich gegangen, aber da hätte ich schon noch einiges zu erzählen. Auch das, so wie es die Christina von Dreien gemeint hat, mit diesen sehr, sehr bewussten Kindern, die mit einem sehr, sehr hohen Bewusstseinsgrad hier herunterkommen, hier auf unserer Erde, und wie den Lernen auch noch ausschauen kann, wie es zum Teil schon in Russland praktiziert wird. Da habe ich schon auch meine Beobachtungen gemacht, auch hier bei mir an meiner Schule. Und das hätte heute den Rahmen gesprengt, aber ich glaube, heute haben wir das einmal umrissen. Und wenn was gewünscht wird oder auch Themen, die gewünscht werden, bitte schreiben, und dann kann man das sicher gerne wieder in einer nächsten Sendung machen. Da werden wir im Kontakt bleiben. Wolfgang, dir auch. Ganz lieben Dank. Vielleicht hast du noch ein paar Abschlussworte fürs... Ja, ich danke dafür. Also mir war die Arbeit mit Kindern, aber auch mit den Lehrern immer eine Herzensangelegenheit. Jetzt in der Pension konzentriere ich mich auf meine Enkelkinder eigentlich. Und das ist noch spannender, weil man es mit noch mehr Freiheit genießen kann, das Ganze. Und da habe ich sehr schöne Augenblicke eigentlich dabei. Die wollen wir auch im Leben immer aufrechterhalten. Das ist das Wichtigste, weil das macht uns ja zum Stern. Wir wollen ja alle strahlen. Und ich kriegsgrimmig in die Welt schauen, das ist ja mein Job. Ich pflege gerne auch in der Gesellschaft ein wenig. Und weil ich auch ein wachsamer, denke ich, Mensch bin und sehe, wie Menschen von der Körpermimikgestik doch noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Und da freue ich mich natürlich. In dem Sinne verabschieden wir uns, winken alle raus und den letzten Song. Danke dir auch. Ja. Tschüss. Und der letzte Song, den lasst euch überraschen. Ich bin ja kein guter DJ, ihr wisst es ja. Und er nennt sich auf jeden Fall Cham Han Yundon. Alexander. Ave my body. Awake my body. Danke für die Verbesserung. Und Musik ab. Tschüss.